jetzt ein bisschen dazu. So, jetzt habe ich wieder Platz. Hallo, guten Abend, ganz herzlich willkommen im Depot hier vor Ort. Ich freue mich sehr, dass sich einige hergetraut haben, live dabei zu sein. Und freue mich natürlich auch über die ZuseherInnen auf YouTube. Herzlich willkommen im Stream. Das ist der zweite Teil unserer Reihe Kulturteil. Mein Name ist Sarah van Dordrecht, ich leite das Depot seit dieser Saison und wir haben uns diese Reihe neu ausgedacht, mit dem Ziel, über Kunst und Journalismus zu diskutieren. Und heute zum zweiten Mal auch die Moderatorin ist Jamila Granditz, die ich herzlich begrüße wieder. Jamila Granditz ist Kuratorin und Kulturarbeiterin, hat das Filmfestival Kaleidoskop Film und Freiluft mitbegründet und arbeitet für verschiedene Filmfestivals, darunter Tricky Women. Sie stellt gleich die Diskutantinnen vor, auf die ich mich schon sehr, sehr freue. Danke fürs Kommen. Wir kennen uns ursprünglich von meiner vorherigen Arbeit in der Albertina und durften da schon die eine oder andere Ausstellung gemeinsam begutachten. Und es freut mich sehr, dass wir uns jetzt unter diesen Vorzeichen hier nochmal wiedersehen. Und ich darf nur noch hinweisen auf unsere Veranstaltung heute in einer Woche, am 1. März, in der Reihe Gedenken. Das ist ein Vortrag von Peter Pirker zur Geschichtspolitik. Und wenn Sie Jamila Granditz bald nochmal erleben wollen, dann möchte ich auch noch auf eine Fremdveranstaltung hinweisen im Belvedere im Rahmen vom Cyberfestival am 31. März. Da gibt es nämlich ein Podiumsgespräch zur Diversität in Kulturbetrieben, das sehr prominent besetzt ist. Nicht im Rahmen vom Cyberfestival, aber im Rahmen vom Cyberfestival gibt es auch eine Veranstaltung diese Woche, falls ihr mag. Das hatten wir jetzt gerade noch davor falsch besprochen. Ja. Wer möchte, kann nachher hier noch Fragen stellen oder auch im Stream Fragen stellen. Ich würde dann mit dem Mikrofon herumgehen, dann wird das nämlich im Livestream übertragen. Wer nicht übertragen werden möchte, einfach die Frage laut in den Raum stellen, dann hört man es nicht. Genau. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend und herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke, Sarah. Genau, hallo, herzlich willkommen und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich eben auch sehr in diesem zweiten Teil auch an das Gespräch, das wir letzten Spätherbst mit Amira Ben Saoud und Werner Rehm geführt haben, anknüpfen zu dürfen. Und der Abend fokussiert wieder Strukturen, Realitäten in der Kunst- und Kulturberichterstattung im weitesten Sinne. Und besonders wollen wir im Laufe des Gesprächs fokussieren auf Ressourcen und Finanzierung. Und zwar sowohl, wenn es darum geht, darüber zu nachzudenken und darüber zu sprechen, welche Ressourcen den jeweiligen Outlets und Medien zur Verfügung stellen, als auch wie sich deren Finanzierung gestaltet und letztendlich dann auch auf die Kulturszene in letzter Konsequenz auswirkt. Genau. Es geht im weitesten Sinne um eine Bestandsaufnahme, um Notwendigkeiten, Wünsche, Konflikte, um Arbeitsbedingungen und Realitäten, Sichtbarkeiten, im weiterer Folge auch Repräsentation. Ich freue mich auf Austausch und Diskussion. Es gibt, wie gesagt, die herzliche Einladung, am Gespräch teilzunehmen. Das gilt sowohl für alle, die hier im Raum sind, als auch für die Zuseherinnen online. Hallo auch an dieser Stelle hier. Genau, allererst möchte ich aber vorstellen, wer hier mit mir sitzt. Und zwar sitzt hier in der Mitte Amra Duric, geboren in Bihać, lebt seit 2011 in Wien und arbeitet seit 2014 bei Heute, zuletzt im Reporter-Team und als stellvertretende Ressortleiterin für Szene und Kultur und ist aber seit Sommer 2021 Teil der Chefredaktion von Heute.at und Digital Project Manager, kümmert sich in dieser Funktion intensiv um den Ausbau aller Themenfelder, die das Leben schöner machen, und um die Verschränkung der Print- und Online-Strukturen. Darüber hinaus betreibt sie eine Streaming-Kolumne und war lange Redakteurin und freie Autorin bei Biber und ebenfalls tätig als Autorin für die Presse. Genau. Vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Neben ihr Günter Keindelsdorfer, der lange ständiger Mitarbeiter des TV-Magazins Kulturzeit auf Dreisat war, Initiator der ORF-Bestenliste sowie Moderator der Diskussionssendung Kreuz und Quer im ORF, seit langen Jahren Moderator und Sendungsgestalter für das Hörfunkprogramm Österreich 1 ist, dort unter anderem für das Morgenjournal, Mittagsjournal, Leporello, Radiokolleg, Kontext, Ex Libris, Diagonal, Ambiente, Hörbilder und noch einige andere Formate tätig war und ist. Also eigentlich Ö1. darüber hinaus aber auch Kulturkorrespondent für diverse andere Rundfunkstationen im deutschsprachigen Raum, Bayerischer Rundfunk, Südwestrundfunk, Deutschlandfunk, für den WDR und für die RSF in der Schweiz und die Deutsche Welle. Freier Mitarbeiter mehrerer Printmedien, Standardpresse, Falter, Zürcher Tagesanzeiger, Berliner Zeitung, Frankfurt. Das ist jetzt eine Biografie von 40 Jahren eingezeichnet zusammengefasst. Frankfurter Rundschau, Stuttgarter Zeitung. und 2010 veröffentlichte Günter Keindelsdorfer unter dem Pseudonym Günter Wels einen ersten Erzählband Maitage und 2019 folgte ein Roman über österreichischen Widerstand namens Edelweiß. Schön, dass du da bist, Günther. Neben mir Lorenz Seidler, genannt Esel, ein österreichischer Künstler, Kurator, Fotograf und Kommunikator. Esel dokumentiert, fotografiert, sammelt, moderiert und kommuniziert und kommentiert seit 1998 das Kunstgeschehen in Wien, seit 1999 als Esel in den Kunst- und Kulturfeldern und neben dem Aufbau von Strukturen für Information und Kooperation stehen kritische, aber lustvolle Auseinandersetzungen, Vermitteln von Wissen und Rahmenbedingungen und neue Schnittstellen hin zur zeitgenössischen Kunst im Vordergrund. Und wir werden, glaube ich, gleich im Detail darüber sprechen, auf welchen verschiedenen Ebenen das zusammenkommt oder nach außen läuft. Genau. Ja, schön, dass ihr heute Abend da seid. Ich finde das schön und sehr spannend, einfach auch, weil ihr sehr unterschiedliche Outlets und auch unterschiedliche Formate und Formen vertretet. Und ich würde vielleicht eine sehr offene Einstiegsfrage fragen, und zwar ist das ein bisschen so, wie seid ihr zum Kunst- und Kulturjournalismus gekommen? Was war der Impuls für die eigene Tätigkeit und in deinem konkreten Fall vielleicht auch, was war der Impuls für die Gründung von Esel, also und nicht der Einschlag einer klassischen Kulturjournalismuskarriere zum Beispiel? Magst du auch dann vielleicht gleich anfangen, da ist dein Mikrofon. Hallo. Hallo. Ja, also ich verfolge weiterhin, glaube ich, das Ziel, dass ich mich maximal über Dinge, die mich interessieren, schlau machen kann. Ich bin in der privilegierten Position, dass ich sehr lang studieren konnte und dementsprechend sozusagen immer wieder das forschen, was mich fasziniert. Und wir hatten damals eine Radiosendung auf Radio Orange, wo der Esel meine Co-Moderatorin Schaf besucht hat und die versucht hat zu überzeugen, dass das leibend ist, was ich erlebt habe, obwohl es Kunst ist oder weil es Kunst ist. Und wir hatten damals das, um die Sendung anzukündigen, das war 98 oder so, da war E-Mail noch, da haben die Leute sich noch gefreut, wenn sie ein E-Mail bekommen. Und um die Sendung anzukündigen, haben wir halt einen Newsletter gestartet und weil niemand eine Sendung, die niemand kennt, als Newsletter bekommen will, damals war das noch ein bisschen unklar, wen man abonniert hat und wen nicht, haben wir 5 relevante Termine sozusagen in diesem Newsletter gesammelt und so getan, als wäre unser Termin ähnlich relevant wie eine Eröffnung oder ähnliches. Und das ist relativ schnell explodiert, dass es scheinbar einen Bedarf gab für so einen spezifischen quasi Kunstkalenderüberblick. Und wir haben dann doch 2 Jahre die Sendung konsequent weitergeführt und der Newsletter hat sich dann irgendwie verselbstständigt und dann wurde das irgendwie so. Das hat eigentlich relativ lange gedauert, bis wir dann irgendwann sowas wie eine Webseite hatten. Also wir ist in dem Fall noch das Majestätsplural und jetzt erst sehr viel später sind wir doch einige im Team, die an dem Ganzen arbeiten. Aber ich glaube, so lebenslanges Lernen und ich bin halt quasi die, also ich habe ein bisschen so diese Psychose, dass wenn ich mich privilegiere, dann finde ich es okay, wenn ich was weitergebe und ich bin auch sehr mitteilungsbedürftig und deswegen habe ich auch, also wenn es was gibt, was mich begeistert, dann gebe ich das auch gern weiter und habe auch kein Problem damit und ich glaube, der Esel funktioniert ein bisschen so hoffentlich. Aber der Esel deckt ja viel mehr ab als das, was tatsächlich nur dich als Person
berührt, weil, wie du gesagt hast, ihr seid Plattform für alle möglichen Dinge, die in Wien passieren. Ihr seid wirklich auch zu einer Art Kalender und News-Ticker geworden. Und es bist ja nicht mehr nur du. Also es gibt Esel physisch als Rezeption im Museumsquartier. Es gibt diesen Newsletter, es gibt Social-Media-Outlets, sprich Facebook und zwei Instagram-Channels. Das eine ist Esel und das andere ist Eselschwarm, relativ neu dazu gegründet und dazu gekommen und da auch irgendwie neue Formate, über die wir nachher sprechen wollen. Aber magst du kurz über diese Mehrfachstruktur sprechen oder wie das auch... Ja, es gibt mehrere Strukturen. Ich glaube, es macht halt Sinn, wenn man gewisse Öffentlichkeit erobert hat, dass man die sozusagen verfestigt und sozusagen pseudo-institutionalisiert, dass sie zumindest ihre Informationszwecke weiterfüllt. Also dieses Kerninteresse, was passiert in Wien gerade, war vielleicht die ersten Jahre für mich sehr brennend. Jetzt kann ich es mir ungefähr vorstellen, bin aber trotzdem noch immer ganz froh, dass ich einmal die Woche alles durchlesen muss, um das moderieren, also um zu schauen, welcher Sache geben wir in welchen Kanälen mehr Aufmerksamkeit. Und dann haben wir verschiedene sozusagen Formate. Eines davon ist sicher diese Kalenderstruktur. Das ist, glaube ich, so das Eingeführteste. Inzwischen gibt es halt auch sozusagen diese Einblicke über Fotodokumentation und meine Fotos. Und wie du erwähnt hast, was jetzt gerade das spannende Projekt für mich ist, ist eben der Eselschwarm. Der hat eigentlich das Ziel, sowas wie eine Selbstabschaffung zu betreiben. Also quasi junge, wie würde man sie nennen, Leute, die Smartphones besitzen, in irgendeiner Form dazu aufzufordern, sich mit Kunst auseinanderzusetzen und durchaus mit diesem Eselprinzip im Kopf Fehler machen zu dürfen, aber sozusagen aus der eigenen Perspektive möglichst frei zu sprechen. Versuchen wir eine, was sind das Wort, das diverse, dezentrale Redaktionsstruktur zu bauen. Divers meine ich in dem Fall sehr wohl, dass wir dabei natürlich versuchen, sozusagen Gruppen, Communities zu erreichen, die sonst vielleicht nicht in diesem Kommunikationsprozess sich allzu stark eingeladen fühlen und vielleicht auch nicht angesprochen fühlen. Da investieren wir tatsächlich, weil das ist vor allem der Mike und die Shameli und die Heather, sehr viel Energie, um sozusagen hier vor allem Vertrauen aufzubauen in die Communities, dass die sozusagen ein Interesse entwickeln, mit uns über gezielte, bezahlte Zeiten zusammenzuarbeiten und dann im Idealfall über diesen Zeitraum eine Art Kolumne zu entwickeln, die dann am Esel weiter bestehen bleibt. Das klappt in manchen Fällen und klappt in manchen Fällen nicht und ist auch für mich ein spannender Prozess, weil da tatsächlich so ein Redaktionsteambuilding passiert, auf das ich versuche, keinen Einfluss zu nehmen, weil da entsteht dann sozusagen eine Identität des Eselschwarms, der aber gleichzeitig sozusagen wieder divers, also worum ich mich schon kümmere, ist, dass ich versuche, das stets so durchmischen, dass es nie in eine Schubladisierung ausartet, dass man sagt, ah, da ist jetzt eine Minority am Wort, weil im Gegenteil versuchen wir Gegenzustand. Jetzt haben wir zum Beispiel gerade eine Theaterexpertin aus Hitzing, die sehr charmant sozusagen Einblick in Theaterwelt gibt. Und ich träume immer von den berühmten Tischlern. Also ich hätte am liebsten einen Tischler als Blogger, der dann vielleicht in eine Ausstellung geht und sich vielleicht weniger mit den Inhalten unterwarmt, aber der Ausstellungsarchitektur aus seiner Perspektive zusammensetzt. Und ich glaube, wenn man die Userinnen oder die Community darauf trainiert, dass sie sich angewöhnt, wer spricht hier gerade und aus welcher Perspektive würde diese Person vielleicht denkbar sprechen, dann fällt es einem sehr leicht, sozusagen Meinungen A zuzulassen und B besser zu verstehen. Und das Schöne ist, dass dann vielleicht gerade durch diese Irrtümer, die dabei auch passieren, andere Dinge auf den Kulturbetrieb freigelegt werden, als sie im normalen Diskurs passieren. Ich denke mir immer so, schlecht bloggen kann ich inzwischen selber. Aber ich finde es eigentlich interessanter, wenn jemand sozusagen aus seiner Perspektive vielleicht nicht alles im Kopf hat, was ich inzwischen im Kopf habe, was sozusagen größere Zusammenhänge in der Kulturpolitik anbelangt oder ähnliches. Wo es ja auch mittlerweile ganz viel um Zugang schaffen und vermitteln dann geht, bei dem, was Eselschwarm macht. Oder also auch Zugang zu Informationen zu legen, und irgendwie in einen Austausch zu treten. Ich denke mir vor allem, also ich glaube, es ist wurscht, ob ich nochmal 400 Bobos mehr erreiche. Also ich glaube, wir haben eine Positionierung, die sagt, okay, wenn du wissen willst, was in mir passiert, dann gibt es da vielleicht zu viele Termine. Wir bemühen uns zwar redlich, das zu moderieren und ähnliches. Aber ich hoffe aber, wenn jetzt eine Familie, die vielleicht noch nie im Museum war, sagt, hey, eigentlich ist das ganz cool und sei es auch nur, weil da jetzt ein Virtual-Reality-Ding ist und das wirkt halt irgendwie sexy und dann kommen sie aber drauf, okay, wenn ich mich mit dem länger auseinandersetze, dann ist das eigentlich eine sehr gute Form, finde ich, weiterhin intelligente Unterhaltung, im wahrsten Sinne des Wortes, weil es ist meistens kommunikativ und es ist meistens etwas, also du hast ein Angebot, mit dem du dich auseinandersetzen kannst. Das heißt nicht, dass du es komplett übernehmen musst und super finden musst, aber ich finde, gerade vor Corona gab es sehr viele Möglichkeiten, doch auch über diesen Kalender kostenlos in Kunstangebote hineinzubekommen oder davon zu erfahren, wo die sind. Zum Schluss, ich hoffe, dass diese kostenlosen Eröffnungen wiederkommen. Wir haben jetzt durch Corona ein sehr eigenartiges Moment.
bitte, ich behaupte nicht, dass der Ausstellungsgenuss ein gleicher ist, wenn ich das im Rahmen einer Vernissage mache, aber es ist zumindest eine Möglichkeit, kostenlos sozusagen vorzuschnuppern, um mich zu orientieren. Jetzt ist es ein bisschen so, dass wir wieder die Rückkehr der VIP-Vernissagen haben, im Idealfall vielleicht noch einen freien Tag am ersten Tag und dann aber eigentlich eher so wieder gezwungen waren, den ersten Tag hineinzugehen, wo die Leute wieder zahlen müssen. Und bislang war ich so eine eselinterne Regel, dass wir Museen zwingen, wenn sie uns den Öffnungstermin nicht geben, dann veröffentlichen wir die Ausstellung gar nicht. Also das ist so, es gibt so ein paar Häuser, mit denen wir nicht so stark in Kontakt sind und das ist sozusagen der Deal. Also wenn sie quasi ihre Ausstellung, ihre Öffnung VIP-sieren, dann fühlen wir uns auch nicht eingeladen, ihnen 14 Euro im Eintritt zu geben, was glaube ich schon nicht so wenig Geld ist und im Vergleich zu einem Kinobesuch vielleicht verlockend sein könnte. Das sind so ein paar Hintergedanken, die wir vielleicht im Zuge des Gesprächs noch ergründen könnten. Oder so. Die ja auch schon ganz stark in dieses Thema von Finanzierung und Zugänglichkeit reinspielen. Jetzt vielleicht nicht auf der Seite von wie Esel an sich finanziert ist, aber was das halt irgendwie in Rückkopplung für den Kulturbetrieb. Ich bin natürlich ein privilegiertes Bildungskind. Ich habe das Glück, dass meine mütterliche Familie eine Arbeiterfamilie ist, aber trotzdem weiß ich, dass ich habe ein Jahrzehnt studieren dürfen, ohne dass irgendwer was gesagt hat und der Papa hat mir das ermöglicht. Und de facto sind die ersten 5 bis 10 Jahre Papa finanziert. Also das ist mir schon bewusst, dass ich da sehr auf die Butterseite gefallen bin und mich halt lustig mit Kunst auseinandersetzen kann. Ja. Im Idealfall geben wir ein bisschen was zurück und ich habe trotzdem was davon. Also das gelingt mir bis jetzt ganz gut. Ja, danke dir. Gern gleich mehr. Amra, hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, wie du letztendlich zu heute gekommen bist, wie es auch für dich ist, in der Chefredaktion zu sein? Ich glaube, ihr habt einiges an Neuausrichtungen vorgenommen oder seid laufend dabei. Es gibt neue Formate, die sich eröffnen und du hast immer schon ein bisschen einen Fokus auch auf Kultur und Szene gehabt. Und wie schlägt sich das jetzt bei heute.at, die ja doch als Boulevard-Outlet ganz eine andere oder vielleicht weniger spezifischere Ausrichtung als jetzt Esel zum Beispiel hat, nieder? Wie greift ihr vielleicht auch den Kunst- und Kulturbegriff und wie sieht Kulturberichterstattung bei euch aus? Ja, gern. Ich würde da aber ganz kurz vielleicht anknüpfen. Ist das eher an? Ah, jetzt. Hallo. Ja. Und zwar, ich finde das super interessant, eben gerade das Thema Bildung ist jetzt gefallen und also wie ich überhaupt zur Kulturberichterstattung vielleicht gekommen bin. Eben wie schon erwähnt, bin in Bihać geboren und bin 93 als Flüchtlingskind nach Österreich gekommen und in meinem Haushalt hat man sich jetzt nicht sonderlich mit der Kultur und Kunst auseinandergesetzt, die jetzt heimische Museen hier auch bieten, weil es einfach nicht möglich war. Das höchste der Gefühle war ein Kinobesuch und das musste man sich auch genau gut aufteilen, einfach aus den finanziellen Mitteln heraus. Und ich habe dann immer aber aus der Ferne mich sehr gern mit Kunst auseinandergesetzt, sei es jetzt mit Büchern ausgeliehen, mal in der Bücherei oder dann eben übers Internet Sachen angeschaut und da ist eigentlich das Interesse so stark geworden, dass ich mir gedacht habe, ich möchte auch selber in die Museen rein, über diese Sachen berichten, was passiert im Theater, Schauspielerinnen interviewen. Und so bin ich dann eigentlich zum Kulturressort gekommen und bin dann nach Wien gezogen fürs Studium und habe dann für Biber gearbeitet, fürs Biber-Magazin unter anderem und auch Praktika bei der Presse gemacht. Und mich dann zufällig, habe ich dann gesehen, dass bei der heute im Kulturressort eine Ausschreibung gegeben hat als Karenzvertretung, hatte aber eigentlich schon beim Profil irgendwie im Wirtschaftsressort schon ein bisschen so jobtechnisch was und als junge Journalistin, die ein Jobangebot bekommt, egal in welchem Ressort, wenn es eine Fixanstellung ist, sagt man ja, bitte, wurscht, ob es einen interessiert. aber dann habe ich mich eben bei der Heute vorgestellt und tatsächlich haben sie mir den Job angeboten und dann habe ich mir gedacht, na super, das ist genau das, was mich interessiert. Und bin jetzt seit 8 Jahren dann bald schon dort. Und wie ich damals zu heute 2014, am 1. April 2014 übrigens, haben sehr viele Leute nicht geglaubt, da hingekommen bin. Es gab immer schon bei der heute eine Doppelseite Kultur, also bei uns heißt das Szene, wo man einen großen Mix gemacht hat aus Hochkultur, aber auch eben TV, Promis, wobei internationale Promis und heimische Promis dann ein eigenes Ressort eigentlich sind. Aber die Hochkultur hat einfach auf dieser Doppelseite-Szene immer Platz gehabt. Und dann habe ich das eben dort recht lange gemacht.
Und dann, wie es digital geworden ist, also wie ich dann auch für heute hatte, wie wir das aufgebaut haben, die Kulturgeschichten, hat sich das schon geändert. Also zwischen Print und den Inhalt von digital muss man in dem Sinn unterscheiden. Du hast auf der Doppelseite Szene zum Beispiel bei uns noch heute im Print den Mix zwischen, was läuft gerade auf Netflix oder was kommt gerade, was super ist, oder Oscars und was läuft im Burgtheater und welche Ausstellungen sind gerade und Interviews. Das muss man alles auf dieser Doppelseite dann schauen, dass man das gewichtet, dass sich das gut ausgeht. Und im Online hat man natürlich mehr Platz, was super ist. Und da sind wir in verschiedenen Ressorts. Also es gibt ein Überressort, muss man sich vorstellen, falls noch niemand auf heute.at war. Bitte schaut es euch gerne an. Unter Szene hat man die Kultur, aber auch eben die Promi-Geschichten, Fernsehgeschichten von Dschungelcamp etc. Und unter der Kultur fallen Sachen wie Ausstellungen, Theater, aber eben auch kulturpolitische Sachen, wo man eben auch über Finanzierung und Gelder spricht und auch das in der Berichterstattung mitnimmt. Genau, und was war jetzt die nächste Frage von den noch? Genau, dass ihr oder dass du auch als Teil der neuen Chefredaktion durchaus auch beteiligt bist an der Mitentwicklung von neuen Formaten, genau. Oder dass auch eine neue Ausrichtung bis zum gewissen Grad statuiert wurde, und ich war einfach neugierig, wie sich die gestaltet. Genau, also ich bin seit dem Sommer 2021 eben in der Chefredaktion, und was wir jetzt ausgebaut haben, waren Kulturformate. Das hat auch mit der Pandemie zu tun. Klarerweise war da die Berichterstattung ja nicht sonderlich einfach und sehr schmal, was die Kulturbranche angegangen ist, weil im 10. Lockdown Künstlerinnen zu fragen, was sie jetzt wieder machen und wie es sich anfühlt, dass man schon wieder nicht spielen oder ausstellen darf, ist halt schon ein bisschen frustrierend. Wir haben uns dann aber darüber geholfen, dass man eben über die digitalen Inhalte berichtet hat und viel mit Interviews gemacht hat, aber auch eben Tipps gegeben hat in der Zeitung sowie online, wo man sich welche Sachen anschauen kann, eben auch so ein bisschen einen Guide für die Leserschaft. Und was wir dann jetzt entwickelt haben, waren neue Formate, wie zum Beispiel der Szene Backstage im Kulturbereich. Ich habe sehr viele Videoformate auch entwickelt. Das ist bei uns ein großer Fokus jetzt, was wir auch jetzt wirklich über das ganze Jahr weiterentwickeln wollen. Also wir haben jetzt auch ein eigenes Studio, wo wir eben Gäste einladen, Künstlerinnen und Künstler einladen. Und beim Szene Backstage ist es aber so, da habe ich mir gedacht, ich mache seit Jahren, gehe ich ins Museum, bin bei der Pressevorführung, man geht durch, man spricht über die Ausstellung und was zu sehen ist, aber man sieht nie, was eigentlich Backstage so los ist. Also wie viel Geld brauche ich, um das zu machen? Wie viele Leute brauche ich, um eine Ausstellung überhaupt zu machen? Wie lang ist der Prozess? Jetzt nicht nur die Wochen von Aufbau, sondern der Planungsprozess. Mit Kuratorinnen sprechen. Und das haben wir jetzt mit Szene Backstage eingeführt, dass wir das eigentlich mitbegleiten. Das heißt, wir kommen ein paar Tage vor der Ausstellungseröffnung oder bevor das Theaterstück auf die Bühne kommt oder der Kabarettist oder Kabarettistin das Programm spielt, zu den Proben, zum Ausstellungsaufbau, schauen uns eben an, was sind die Herausforderungen, was ist das Konzept dahinter, auch die Architektur, was überlegt man sich, weil ich glaube, da gibt man der Leserschaft einfach noch einen komplett anderen Einblick. Und ich habe das so spannend gefunden, auch mit dem, es wäre auch interessant eben, wenn ein Tischler mal da reingeht und sich das anschaut. Und ich glaube, das ist auch sowas, was ich zumindest versuche, dass man sagt, vielleicht auch aus einer anderen Perspektive einfach den Leuten den Einblick geben, weil dass die Ausstellung eröffnet und welche es ist, das berichten wir sowieso. Und jetzt aber mit diesen Szene Backstage machen wir einfach eben mit Video, dass man da komplett andere Einblicke nochmal reingibt und auch, sei es jetzt mit Direktorinnen, mit den Künstlerinnen selber durchgeht, in die Ateliers geht, zu Schaffungsprozessen, was natürlich immer sehr heikel ist, weil das nicht jeder mag, und das ist verständlich, es ist was sehr, sehr Persönliches, aber haben wir auch schon gemacht. Und ich glaube, das kommt ganz gut an, und ich glaube, es ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal für uns, besonders im Boulevard, weil sonst niemand irgendwie das macht. Und ich glaube, es ist auch etwas Unerwartetes, weil ich glaube, gerade bei einem Boulevardmedium würde man sich jetzt nicht das erwarten, dass man so auf den Kulturteil setzt und da so viel dazu macht. Ja, genau. Es ist schön, wenn halt auch Arbeitsrealitäten und Produktionsprozesse transparent oder sichtbar gemacht werden und dann vielleicht auch diese ominöse, hochkulturelle, opake Blase, die niemand durchschaut und immer nur, genau, Produktionsoutput zeigt,
ein bisschen durchbrochen wird. Ja, danke. Einige Fragen, aber gleich mal dazu. Günther, an dich habe ich auch eine Frage, und zwar natürlich auch, wie du zu dem gekommen bist, was du machst. Aber wir haben gehört, du bist schon sehr, sehr lang, auch im Rundfunk spezifisch, aber auch als, im Print als Autor tätig. Und die Frage, die mich natürlich auch beschäftigt im Hinblick auf neue Formate, auf die jetzige Situation, ist auch und natürlich auch auf Ressourcen und Finanzierung hin. Wie nimmst du das Feld im Wandel wahr? Also wird sich einfach deine Arbeits- und Berufsrealität verändert über die letzten Jahre, Jahrzehnte? Aber auch, was sind die Herausforderungen in diesem Moment, gerade auch im Rundfunk, der einerseits noch eine wahnsinnig wichtige, tragende Rolle spielt und dann aber doch auch mit einer Generation, gerade was bestimmte Formate angeht, nischig wird oder in den Stream wandelt und in der unmittelbaren Broadcasting-Geschichte vielleicht auch seine Bedeutung verliert oder verändert? Ja, ich hätte 10 oder 12 Anknüpfungspunkte, worüber ich sprechen und erzählen könnte. Ich greife das mit dem Rundfunk heraus. Ich habe das Privileg, bei einem Hörfunksender zu arbeiten. Dort ist mein Standbein bei Österreich 1, der einfach unendlich viele Möglichkeiten inhaltlich bietet und fantastische Arbeitsmöglichkeiten bietet. Das ist ein großes Geschenk, das ist ein Privileg, das ich auch zu schätzen weiß. Und was Ö1 noch auszeichnet, im Unterschied zu vielen deutschen Kultursendern, für die ich auch arbeite, ist, wenn man in Ö1 zu einem halbwegs prominenten Sendetermin eine Sendung macht, kann man sich darauf verlassen, dass das halbe Land, so erlebe ich es, das gehört hat. Wenn ich auf WDR 3 einen Beitrag mache oder auf Bayern 2, hat man das Gefühl, das hört gar niemand. Das ist auch bis zu einem gewissen Teil so. Österreich 1 hat eine Reichweite ungefähr von 10% der erwachsenen Bevölkerung. WDR 3, ich schätze das jetzt, aber das wird ungefähr hinkommen, hat 1,1%. Das heißt, es ist ein unglaubliches Privileg, für diesen Sender arbeiten zu dürfen. Was war jetzt die Frage, wie sich das Feld verändert? Das Feld verändert sich stark einerseits und andererseits eigentlich auch überhaupt nicht. Warum sage ich das? Es verändert sich überhaupt nicht. Eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Ob das jetzt terrestrisch im Autoradio zu hören ist, ob man das auf 7 Tage Ö1 10 Stunden nachher nachhört, ob das ein Podcast wird, ob das auf irgendwelchen anderen Kanälen ausgespielt wird, ist dann eigentlich wieder wurscht. Insofern ändert sich viel und andererseits ändert sich überhaupt nichts. Und das würde ich jetzt eigentlich auch vielleicht für den Printjournalismus oder Online-Journalismus sagen, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte, ein guter Text ist ein guter Text und gut, online gelten ein bisschen andere Regeln als im Print, aber eigentlich so sehr auch wieder nicht. Das Feld verändert sich sehr stark, ich gebe ehrlich zu, ich überlasse das, ich gehe jetzt auf den 60er zu, ich überlasse diese neuen technischen Formate und die Podcasts und was da alles passiert, das überlasse ich den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, wann die zu mir sagen, geh, das Studiogespräch, das machen wir als Podcast, tust vorne den Jingle rauf und stellst das dann in den einen Ordner, dann mache ich das alles, aber es ist nicht mehr das, ich gebe es zu, wo ich mich mit voller Begeisterung reinhaue und wo ich mir denke, wo sind die neuen technischen Herausforderungen, ich will das unbedingt auch noch lernen. Ja, also so erlebe ich das. Ganz kurz noch zum Schluss dieses Statements vielleicht, was sich ganz stark verändert hat vor 10, 15 Jahren, ist eigentlich die weitgehende Abschaffung der Tontechnik. Als ich vor 30 Jahren bei Österreich 1 angefangen habe, hat es Tontechniker geben. Viele haben nur den weißen Mantel angehabt, der Herr Ingenieur sowieso, waren eigentlich fast ausschließlich Männer. Und du hast ohne Studiotermin, den hat man offiziell buchen müssen, das geht alles natürlich sehr bürokratisch, damals noch mehr als heute im ORF, ja, ohne Tontechniker ist gar nichts gegangen. Also du hast dich ins Studio gesetzt, der hat dich aufgenommen, dann hat man das geschnitten, hat man ja noch geschnitten mit Tonbändern. Und das alles ist vorbei. Es gibt natürlich Tontechniker, auch
tolle Tontechnikerinnen mittlerweile, die machen aber nur mehr die Edelproduktionen, die Edelfeatures, die aktuellen Sendungen in den Journalen und Live-Sendungen. Alles andere machen wir selber. Wir nehmen uns selber auf, wir schneiden selber, wir mischen selber. Ich mache die anspruchsvollsten Musikmischungen, Voice-Overs, Dings macht man alles selber. Und seit Corona macht man es auch zu Hause am Küchentisch. Das ist so, das Funkhaus ist eigentlich nur mit PCR-Test und dreifacher Impfung zu betreten. Es ist eigentlich gar nicht gern gesehen, dass man ins Funkhaus kommt seit eineinhalb, zwei Jahren. Das Ergebnis ist, man sitzt zu Hause in der Küche, hat sein kleines Aufnahmegerät, nimmt eine Duchend aus dem Schlafzimmer, klappt das Laptop auf mit dem Text, da steht mein Text, ich tue den Duchend drüber, der Text beleuchtet sich selbst. Ich sage, Martin Kusche ist Inszenierung, warum man Sartres Stück Geschlossene Gesellschaft heute noch spielen muss, erschließt sich nicht wirklich und so. So, dann ist es fertig und dann bastelst du den Beitrag um 1.30 Uhr in der Nacht und überspielst ihn an den Bayerischen Rundfunk. Das hat sich verändert, man kann eigentlich von überall auf der Welt, habe ich auch schon aus Griechenland, Radiokollegs, Greta, Urlaub und Arbeit verschwimmen noch mehr als sonst. Jeden Abend hingesetzt, ein Radiokolleg über Evangelikalismus im Hotelzimmer, duchend über den Kopf, produziert, abgemischt, weggeschickt, herrlich. Also es verändert sich sehr viel. Ja, also auch tatsächlich die Arbeitsrealität und ich meine, durch lokale Ungebundenheit entstehen ja auch redaktionell neue Möglichkeiten, nehme ich an, wenn du in Griechenland den O-Ton direkt durchschicken kannst und nicht erst. Aber dann habe ich jetzt zwei Rückfragen und zwar das eine ist, wie verändert sich das Ganze oder wie ist dein Blick, wenn du drauf schaust, was sich im Hinblick auf Ressourcen verändert hat? Ist das, würdest du sagen, das ist genauso steady, wie du das gerade beschrieben hast, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte und ist immer noch das gleiche Wert wie damals, wann immer damals auch war? Und die andere Frage, die ich habe, ist, du sprichst von neuen Formaten, wo natürlich der Kern eine gute Erzählung oder ein hochwertiger Content ist. Aber was ich in euren beiden Statements auch gehört habe, ganz stark ist die Frage von, wer konsumiert das? Du hast von den 10% der österreichischen Erwachsenenbevölkerung gesprochen, aber es konsumieren, glaube ich, trotzdem nicht die gleichen Leute den Podcast, wie das Mittagsjournal, wie das Morgenjournal und muss man die gute Geschichte anders erzählen oder stellen sich da Herausforderungen auch irgendwie da neue Perspektiven oder Anknüpfungspunkte zu finden oder geht es tatsächlich nur, wo ich verstehe, dass es vielleicht auch einfach nicht so spannend ist, sich mit den technischen Gegebenheiten auseinanderzusetzen, aber das ist ja redaktionell auch eine Herausforderung oder eine Fragestellung, die aufkommt. So, das waren jetzt zwei Fragen. Ich fange mit der zweiten an. Die erste habe ich in der Zwischenzeit schon wieder vergessen. Stell sie mir dann nochmal bitte. Die zweite Frage, ja, schwierig. Ich natürlich, wenn man einen Radiobeitrag macht, wenn man einen Text schreibt, denkt man eine imaginäre Zielgruppe. Man stellt sich jemanden vor, für den man das macht. Wen stelle ich mir vor? Ist eine interessante Frage. Ich stelle mir eigentlich Menschen vor, die so ähnlich sind wie ich selber. Ob ich jetzt ich selber mit 21 oder ich selber mit 51, ist vielleicht gar nicht so wichtig. Ich will ein bisschen frech, ich will Originalität, ich will was, was ein bisschen frech ist vielleicht. Ich will was, was natürlich solid recherchiert ist, ich will was, was Meinung hat oder Haltung hat. Und was mich auf keinen Fall langweilen darf. Und das versuche ich auch in den Stücken, ob das jetzt eine 3 Minuten ist fürs Mittagsjournal oder eine Stunde fürs Hörbild, das versuche ich auch in meinen Stücken rüberzubringen. Und ich denke dann gar nicht mehr viel drüber nach, ach, meine Zielgruppe sind aber jetzt 22-Jährige, 22 bis 24-Jährige, B- und C-Schicht ohne Matura oder mit, keine Ahnung, über das denke ich nicht nach. Ich bin eigentlich Energetiker. Ich gehe dahin, wo die Energie ist und wo meine Energie ist. Und meine Erfahrung ist eigentlich, das funktioniert. Und alles andere ist mir viel zu abstrakt und das wichtig, Radioforschung, Zielgruppen, Aufschlüsseln, ganz wichtig. Aber ich mache es eigentlich mit Instinkt und fahre seit 35 Jahren eigentlich nicht schlecht damit. Habe ich es halbwegs beantwortet, oder? Absolut, ja. Danke, Nadine. Kurz was nachfragen? Freilich. Ich
weiß nicht, wie organisiert es, aber wie wählst du aus, worüber du berichtest und wie wird das synchronisiert im Hinblick auf sozusagen das Gesamtgefüge ORF-Kultur? Weil nachher zu jetzt während Corona ist es nochmal kompliziert, aber sagst du, das interessiert mich und das Thema habe ich besetzt und das gebe ich euch jetzt ins Mittagsjournal und ihr könnt es Kopf stehen? Oder wie wird das? Nein, das sind ja Kommunikationsprozesse und Entscheidungsprozesse, aber ich bin ja freier Mitarbeiter im Unterschied zu vielen, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe wacker alle Anstellungsangebote abgelehnt und habe es auch nie bereut. Das gibt, und wenn man 30 Jahre lang pünktlich die Beiträge abgegeben hat, wenn man freundlich war und höflich zu den Kolleginnen und Kollegen, nicht deppert, nicht intrigant. Und wenn dann manchmal noch die Beiträge ganz gut waren, dann hat man irgendwann ein Standing, und das, glaube ich, habe ich mir erarbeitet in den letzten 30 Jahren, ich kann eigentlich in Ö1 zu Opernredaktion nicht, aber zu sonst fast jeder Redaktion gehen und Vorschläge machen und eigentlich werden die genommen und so schwer ist es ja nicht. Was mache ich jetzt? Ich bin auf die Idee gekommen, dass jetzt in Ungarn Wahlen sind am 3. April. Da ist mir vor 2 Monaten die Idee gekommen, machen wir doch ein 4-teiliges Radiokolleg über Ungarn. Ist jetzt keine rasend originelle Idee, aber man muss das machen und man kann das qualitätsvoll machen und natürlich hat die Ina Zwerger, die Chefin des Radiokollegs, sagt, großartig, fantastisch, super, mach es. Und der Rest liegt bei mir, wie ich es mache. Ich bin vor 2 Wochen auf die Idee gekommen, in der Ukraine ist gerade eine Krise, da kenne ich doch die Schriftstellerin Tanja Maljatschuk, mit der habe ich schon 4 Beiträge gemacht über verschiedene Bücher, die ist, hat über die ukrainische Geschichte geschrieben. Rufst doch die Tanja Maljatschuk an und machst am Morgenjournal, wie es ihr geht. Ja, na, das macht man da. Also es ist, die Wiener Philharmoniker haben vor 25 Jahren die erste Frau aufgenommen. Und man dachte, ja, machst du eine Geschichte für Leporello, ist heute gelaufen, die Philharmoniker und die Frauen. Und man muss einfach nur, und das sind jetzt 3 wahnsinnig unoriginelle Beispiele, aber manchmal fällt mir auch was Originelleres ein. Mein Gott, man geht. Aber das heißt, in der Struktur eingebettet hast du den Freiraum mit Kolleginnen zu gestalten. Ich biete an, und wenn Platz ist, wird es genommen. Und wenn schon wer anderer macht, macht es wer anderer, weil die Angestellten gehen vor. Also ich kann nicht sagen, im Burgtheater ist nächste Woche die Premiere, das will ich machen, weil das machen die angestellten Leute. Ich springe ein, wenn wer krank will. Und das ist mein Asset, ich bin maximal flexibel. Das ist es. Also ich kann am Sonntag, ich springe ein, wann wer krank ist. Der Kollege Ritschl von Kontext hat sich den Fuß gebrochen beim Skifahren, fällt 3 Monate aus, springe ich ein als Urlaubsvertreter gemeinsam mit der Marlene Nowotny. Also ich schlage vor, ich werde gefragt und es sind Kommunikationsprozesse. Es ist eigentlich alles relativ einfach. Das klingt tatsächlich auch so, als ob eben, wie du schon gesagt hast, einerseits viel Freiraum, aber doch auch immer noch viele Ressourcen für alle möglichen Formate und Ideen da wären. Und das war eigentlich die erste bzw. zweite Frage. Beobachtend über die Zeit, haben sich die Ressourcen verändert? Wie ist die finanzielle Lage für dich als Freien, aber vielleicht auch für Kolleginnen im Anstellungsverhältnis? Und inwiefern schlägt sich das auch auf die Möglichkeiten der Berichterstattung nieder? Du hast gesagt, natürlich einerseits gibt es mehr Flexibilität, weil du kannst alles von überall machen, aber mit weniger Ressourcen unter Umständen gibt es auch weniger Flexibilität und Mobilität an andere Orte. Als ich 1992 bei Österreich 1 angefangen habe, hat der Kulturchef, damals der aktuellen Kultur, Volkmar Paschalk geheißen. Und damals hat es gegeben 3 Angestellte und 15 fixe freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann war unter Monika Lindner irgendwann eine Anstellungswelle. Da sind 1000 Leute zu wesentlich schlechteren Bedingungen als vorher angestellt worden. Da habe ich dann auch Nein gesagt. Und da ist dann, ich erzähle jetzt nur von der aktuellen Kultur bei Ö1. Da sind dann, was wird gewesen sein, 14 Angestellte. Das hat daraus resultiert und ein paar freie Mitarbeiter, unter anderem ich. Und ich würde sagen, seit 10 oder 15 Jahren rollt, ich kann nur von Österreich 1 sprechen, aber es gilt eigentlich für den gesamten ORF, eine Sparwelle nach der anderen jedes Jahr über das Unternehmen hinweg. Ö1,
muss jedes Jahr Geld einsparen. Das ist dramatisch. In der aktuellen Kultur, würde ich sagen, sind heute um ein Drittel weniger Leute überhaupt als vor 20 Jahren. Und das ist in allen Abteilungen so, quer durch. Man verdient schlechter, es sind weniger Ressourcen und durch rätselhafte Vorgänge merkt man es als Hörerin und als Hörer nicht. Weil alle alles tun, weil wir diesen Sender so lieben, weil wir das, was wir tun, so lieben und für uns unsere Themen so interessieren, weil wir hakeln wie die Pferde in Griechenland im Urlaub und im Tee und in der Nacht und dort und so weiter, dass man es ja nicht merkt. Und ich war vor 2-3 Wochen zum Kaffee eingeladen beim ehemaligen Ö1-Chef Peter Klein, der ist vor 1,5-2 Jahren in Pension gegangen. Und der hat gesagt, ja, das ist der falsche Weg, jetzt kann er mal es ja sagen. Die Geschäftsführung des ORF erlebt es so, wir können jedes Jahr einsparen bei Ö1 und der Sender wird jedes Jahr eine Spur besser und kriegt noch mehr Reichweite. Im Radiotest wieder 0,4% mehr Reichweite. Da denken sich die in der Geschäftsführung, super, das läuft eh, da können wir weiter sparen. Ich habe auch keine Lösung dafür. Letztlich ist das eine politische Frage, vielleicht können wir das dann auch noch diskutieren, letztlich ist das eine politische Frage. Ich stelle die Hypothese in den Raum, es ist politisch nicht gewollt, von mehrerlei Seite ein starker, auch finanziell unabhängiger ORF. Der ORF wird von der Politik, von Parteien, von der Regierung, aber auch von den Mitbewerbern und Mitbewerberinnen der Privatfernsehsender, Privatradios und des Verbands österreichischer ZeitungsherausgeberInnen wird und soll gehalten werden, relativ kurz, damit, zum Teil verständlich, damit die anderen auch leben können, aber auch damit man fast putinesk irgendwie Druckmittel hat, finanzieller Art und Weise. Und solange sich daran nichts ändert, werden die Sparwellen weitergehen und die Sparwellen werden weitergehen bei gleichzeitigen immer mehr Anforderungen, weil man muss ja immer mehr Kanäle bespülen. Das ist ja nicht mehr nur damit getan, dass man Radiosendung macht. Also es wird von Jahr zu Jahr schwieriger und durch Selbstausbeutung, Begeisterung, Enthusiasmus und Liebe versuchen wir das auszugleichen. Danke, Günther. Ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich glaube, ich würde gern bei den Zielgruppen und jetzt gar nicht so auf einer empirischen Ebene Zielgruppen bleiben, aber im Sinne von, weil mich beschäftigt das schon, wenn wir Formate denken, wo richte ich mich an wen und wer ist Newsletter-Subscriber und wer folgt Eselschwarm? Sind das die gleichen Leute, sind das nicht die gleichen Leute, sollen das die gleichen Leute sein, sollen das vielleicht genau nicht die gleichen Leute sein? Und weil du vorhin auch meintest, im Entwickeln und im Arbeiten und im Trust-Building auch mit Communities oder auch mit, vielleicht magst du kurz erzählen, was Schwarm eigentlich ist und tut. Du hast vorhin schon gesagt, das sind 3 Leute, es ist ein bisschen, du hast das als Selbstabschaffung oder auch irgendwie als Weiterführung von etwas, was du initiiert hast, eingeführt. Und du hast angefangen, Formate zu beschreiben. Es gibt den Instagram-Kanal, ihr geht mit Videos rein. Es ist sozusagen auch eine Berichterstattung von, wie erleben bestimmte BesucherInnen oder BesucherInnen Gruppen, gewisse Spaces, Ausstellungen, Veranstaltungen etc. Aber eben auch du, wo du sagst, okay, es gibt irgendwie einen Reiz daran, eine Offline-Infrastruktur zu haben, einen Newsletter zu haben und sich aber auch mit ganz anderen Formaten auseinanderzusetzen. Ist das auch, weil du glaubst, es gibt einfach gute Inhalte, die möglichst an alle kommen sollen? Oder ist es schon auch, dass mit den Outlets neue Inhalte entstehen müssen sollen? Also ich glaube, eine Erkenntnis, auf der das passiert ist, und da bin ich etwas stolz, ist, ich muss auch nicht mehr auf jeden Kirtag. Also TikTok zum Beispiel habe ich mir ein bisschen angeschaut und das will ich nicht anschauen. Es tut mir wahnsinnig leid, ich will eine Bauchoperation, da wurde Fett abgepumpt, das will ich mir nicht anschauen. Das bin ich nicht bereit, so weit zu erforschen, dass ich dafür ein adäquates Format ist, weil ich eben glaube, dass es Leute gibt, die sich darin eh gerne sozusagen herumtun. Und
ich denke schon, so wie ich versuche, für mich noch sozusagen eine Restfreiheit zu bewahren, im Idealfall schaffe ich es, dass ich den Akteurinnen, die ich einlade, für uns was zu machen, sozusagen diese Freiheit in ihren Kanälen soweit biete, wo auch ich manchmal schlucken muss. Also, keine Ahnung, die Shameli ist tatsächlich eine Bloggerin aus Kasachstan, also das, was Borat eigentlich ist. Das ist eigentlich genial. Und die habe ich kennengelernt durch, wir nennen das Kontaktprojekte, die passieren meistens eigentlich nicht öffentlich. Das war Kunstgeschichte-Festival, habe ich einen Workshop abgehalten, wo das Ziel war, dann gemeinsam mit den Studierenden eine Ausstellung in der Isl-Rezeption, da haben wir so ein Schaufenster, zu entwickeln. Und ich habe dann schon im Hintergedanken bei so einem Projekt, das ist ein Angebot, mit uns stärker in Verbindung zu treten, wenn es dann jemand gibt, der oder die auffällt, Interesse hat oder sonst irgendwie sozusagen sich, wo man einfach merkt, das könnte passen, na, dann ist, da habe ich die Shameli kennengelernt, weil die war eigentlich, es waren einige während dem Workshop recht aktiv, aber sie war diejenige, die dann noch zweimal gekommen ist und mir dann begonnen hat, Sachen zu zeigen, die sie irgendwie gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, perfekt, probier mal genau das. Du bist jetzt einen Monat mal bezahlt, dein Bestes, und hast quasi carte blanche und schauen wir, ob wir in der Zeit was entwickeln können. Da kamen dann aber auch so Sachen raus, wie auf TikTok so ein, keine Ahnung, wie sie das macht, aber so ein cooles Video, wo sie alle Museen in Blitztag durchgeht und zeigt, was sie dafür anziehen würde. Das wäre jetzt eine Freistellung, die würde mir nie kommen. Also ich würde auch vielleicht nicht finden, dass es vielleicht nicht sozusagen relevant ist, aber irgendwie auf eine gewisse Weise ist es irgendwie schon interessant und auch relevant, weil es irgendwie zeigt, okay, das ist erstens mal nicht egal, zweitens, ich hätte es fast schon ausgeblendet, wie unterschiedlich doch irgendwie sozusagen die sozialen Milieus, die sich in unterschiedlichen Häusern bewegen, und das hat sich sehr gut abgebildet. Und das ist, glaube ich, auch ein Content, der sehr gut funktioniert. Ich mache dann schon so ein bisschen strategische Sachen wie die toxische Pommes zum Beispiel, hat sich dann, also die haben wir kontaktiert und die hat sich als Esel-Abonnentin rausgestellt und damit war es relativ leicht. Und ich habe ja auch gesagt, also wenn du dich als Influencer begreifst, dann brauchen wir eh nicht weiterdenken, aber wenn es dich interessiert, sozusagen einige Zeit mal ein paar Kunstsachen zu machen, dann ist es vielleicht ganz witzig, dass es auf deinem Kanal passiert. Und für uns wäre es natürlich ein netter Einstand sozusagen. Mhm. Also solche strategischen Überlegungen treffe ich dann an sich auch. Prinzipiell ist mir aber gerade in diesen Kanälen die Reichweite total wurscht. Also der Akbar, den kenne ich von einem Projekt, also witzigerweise bei dem Olaf Eliasson im Atelier Augarten war er bei diesem Workshop dabei, der diese Lampen am Fließband gebaut hat. Und ich hatte eine Kamera und der ist sofort auf mich hin, so ist eine Kamera, kann ich was machen? Und da haben wir ein bisschen plaudert und uns kennengelernt. Und ich habe ihn jetzt dann, weiß nicht, 5, 6, 7 Jahre später angerufen und gesagt, du, ich weiß, dass du Kamera begeistert, wir haben gerade das Edelschwarzen, was machst du? Der ist inzwischen stellvertretender Filialleiter beim Bieler. Und er hat gesagt, pass auf, machen wir es doch so. Und der macht so in seiner Freizeit Hochzeitsvideos für so türkische Communities. Und die schauen auch, also die sind auch wirklich sehr fesch und so. Und der begleitet jetzt immer Leute, die zumindest Neulinge in dem jeweiligen Haus sind, bei ihrem Rundgang durchs Haus. Ihm ist im Vordergrund, er hat 4 Fragen, die er auf jeden Fall klären muss. Und wir sehen jetzt gerade, wie er sich entwickelt. Ich finde auch nicht, dass alles hinhaut, was er macht, aber ich finde es auf einer gewissen Metebene total spannend. Wir hatten aber zum Beispiel den Fall, dass Haus der Geschichte hat sich die ausgesucht, mit der er gegangen ist. Und die ist in das Stiegenhaus rein, wenn du das kennst, das ist eine total verfahrene Eingangssituation, wo das Haus der Geschichte wirklich bestens versteckt ist, hinterm Eingang zur Nationalbibliothek, und dann teilt sich das Entree noch mit dem Ephesus-Museum, und die haben dieses Video gedreht, und die war wirklich noch nie in der Hofburg, vermute ich, und die war natürlich total beeindruckt, und du hast halt diese bombastischen Bilder, wo sie das bestaunen, dann geht sie ins Ephesus-Museum, schaut sich das an und sagt, naja, es war eh ganz interessant, aber ich hätte mir für das Haus der Geschichte irgendwie mehr über Österreich erwartet. Und das war eigentlich ein recht aufschlussreiches Feedback für das Haus der Geschichte. Es war aber dann zum Beispiel ein Content, den wir dann nicht gesendet haben. Also ich hab dann gebeten, dass sie vielleicht doch noch ins Haus der Geschichte, auch weil ich glaube, dass das Haus der Geschichte von der Didaktik eigentlich so ist, dass es verschiedene Communities sehr gut abholen kann. Und derzeit, ich weiß noch nicht, ob wir wirklich tatsächlich so einen aktiven Vermittler, wir hatten auch in der Kunsthalle einen, der sich geweigert hat, auch nur einen Text zu lesen, was gerade in der aktuellen Kunsthalle-Positionierung eigentlich ganz spannend ist. Also ich merke, es sind meistens Leute, die irgendwelche Hefteln studieren. Der ist durchgegangen. Da war da zum Beispiel der, also das für mich Überraschende, dass er zwischen den 3 gezeigten Ausstellungen gar nicht unterschieden hat. Also für den war die Ines Dujak und die 2 Soloshows im Obergeschoss eine große Ausstellung. Das war aber irgendwie auch interessant. Sowas senden wir dann, ja? Auch wenn ich vielleicht sozusagen anders damit umgehen würde. Aber die Leute, die durch die Häuser gehen, suchen dann die Schwarmleute aus? Der Akbar sucht sich genau. Leute zusammen und dann kommen manchmal wer vom Schwarm und ich habe die. Und inzwischen, ich glaube, dass wir den Akbar jetzt irgendwo anders hin weiterentwickeln, weil wir wissen noch nicht genau wo. Aber der Akbar ist jetzt, das Blöde ist, dass der Akbar inzwischen gekündigt hat und
total glücklich ist wieder mit der Videogeschichte. Da können wir auch mal drüber reden. AMS als Co-Business-Funding-Modell zu dem Fixbetrag, den er vom Eselschwamm kriegt. Und jetzt würde er gern sozusagen Promo-Videos machen. Was aber das Problem ist, dass ich Promo-Videos, also ich kann Nutzungsrechte verkaufen für Fotos, weil ich meine eigenen Fotos machen kann. Wenn die ein Gruppenbilder zu haben wollen, ist mir das wurscht. Und wenn sie es verwenden wollen, freut mich das umso mehr. Aber ich kann nicht sozusagen explizit von einer Institution beauftragtes Promo-Video. Jetzt habe ich halt quasi, während ich meine Häuser treffe, biete ich an, dass wenn sie sozusagen vom ACPA Promo-Videos haben, nur wir senden das dann, wir können das dann nicht senden, weil das ist dann eine ganz klare Auftragsgeschichte. Bei den Nutzungsrechten für die Fotos ist eh schon bereits eine Grauzone, wo wir uns irgendwie bewegen. Aber weil noch um die Frage mit den Zielgruppen, für die Vienna Biennale zum Beispiel wollten wir unbedingt, und das ist eine weitere Möglichkeit, wie man Communities rankommt, zumindest aus der Erfahrung, die ich bis jetzt in dem einen Jahr gesammelt habe, wir wollten junge Klimaaktivisten, also klassische Friday for Future Generation, in die Wiener Biennale schicken, um zu schauen, wie empfinden die diese diskursiven Behauptungen, die dort gestellt werden, was die Kunst nicht angeblich über den Klimawandel aussagen könnte. Und vielleicht tut sie das auch oder macht vielleicht auf Themen aufmerksam. Und das haben wir echt angebahnt mit Wien Extra. Die haben einen Podcast-Workshop, dann haben wir sozusagen dazu eingeladen. Und wir depperten Freiberufler haben nicht gewusst, dass das war das Zeugniswoche, wo dieser Workshop gewesen wäre. Und wir hatten 10 Anmeldungen statt 12 und der ganze Workshop hat nicht stattgefunden. Und wir hatten schon Christoph Thun-Hohenstein organisiert, dass er Gesprächspartner da ist. Und dann hat das ganze Ding gestartet. Wir haben gleich 8 Wochen an dem Zeug gearbeitet. Und das ist etwas, was für mich auch neu ist, weil wir können gerne noch über Geldressourcen reden, aber was ich jetzt gerade merke, ist, dass ich unter der Administration fast zu stark leide. Also es war sowieso während Corona so, dass glücklicherweise es die Möglichkeit gab, sich über diverse Fördertöpfe schon ein Geld zusammen zu klätseln. Das habe ich auch gemacht, aber ich bin jeden Tag aufgestanden und habe irgendwas mit Excel zu tun gehabt und das ist einfach nicht mein Leben. Und das ist, und ich mache das bis zu einem gewissen Grad, weil es ein notwendiges Übel ist und ich mache es eigentlich immer nur die ersten 2 Monate vom Jahr und dann kann ich eigentlich inhaltlich arbeiten, weil ich eh geklärt habe, wie mein Jahresplan größtenteils ausschaut. Nur im Zuge dieses Corona-Dings war es einfach so, dass du ständig neu einreichen, nachrechnen und wenn du was eingereicht hast, hast du schon wieder denken müssen, habe ich jetzt die Honorarnoten, dass das dann adäquat abrechnet ist und dann war ich echt knapp am Burnout. Und das zukommt aber, und dann höre ich gleich auf, dass wir für den Schwarm das Glück hatten, dass Kultur Gamma uns unterstützt hat, wenn du das kennst, das ist eigentlich eine tolle Initiative, die quasi Akteurinnen sich selbst als Migrantinnen begreifen. Ich glaube, das ist eigentlich die einzige Kriterium, nach dem man sich bewerben kann. Die kriegen von Kultur Gamma sozusagen die Arbeit in einer Kulturinstitution. Migrantinnen oder BIPOC ist es, glaube ich. Also Black, Indigenous oder Person of Color, also auch sozusagen autochtone BIPOC oder postmigrantische Leute. Ja. Aber genau, voll super Förderinstitution. Ist eigentlich super. Also ist total super. Und wir hatten dann das Glück, dass wir echt, also das ist auch anekdotisch, wir haben jetzt eine Förderung. Ich habe das vorher hatte ich keine Förderung. Und da ging es nur darum, dass man für die Koordination des Schwarms eine 20-Stunden-Stelle schafft. Das wäre nach Kollektivvertrag sogar 1400 für 22 Stunden netto, das sind 29 brutto. Und dann habe ich halt, zum Glück gibt es diesen Fair Pay Call, aber wenn du der Stadt Wien sagst, eigentlich besteht unser ganzes Budget nur aus diesen 29.000 Euro, die ich gerne sozusagen dieser Person zahlen würde, dann sagt er auch, das ist aber schon viel Geld. Und ich finde es an sich auch viel Geld, aber du kannst, also ich habe einen Angestellten, den ich immer schon habe, weil es auch, ich finde es politisch wichtig und ich finde es auch, also das macht auch total Sinn, kann ich gerne auch drüber reden, aber das war halt schon irgendwie hart. Das habe ich mir aber auch ermöglicht, zum Glück, indem ich ihn dann stärker abgegradet habe und die Heather, also von der Kultur Gamma, uns dann relativ stark gerettet. Und wir haben dann inzwischen die Schameli, macht inzwischen die grafische Koordination, damit sozusagen, wenn etwas auf meinem Kanal gesendet wird und von Eselschwarm ist, das ein anderes Corporate Identity hat, damit ich das besser mischen kann, dass ich quasi Eselschwarm-Sachen sozusagen bei mir, der doch noch eine größere Reichweite hat, mitsenden kann, dass aber auch die Userinnen verstehen, das eine ist sozusagen Personal Esel und das andere ist sozusagen Eselschwarm, was ja auch wieder heterogene Perspektive ist. Und selbst da war es so, obwohl 2 Leute de facto rund um die Uhr zuständig waren, um wirklich sozusagen diese Betreuungsarbeit zu machen, sprich als Ansprechpersonen vorhanden zu sein, dass ich schon das Gefühl, ich habe versucht, mir 4 Stunden pro Woche zu nehmen, wo ich einfach nur dabei sitze und sozusagen, das klingt jetzt vielleicht irgendwie zynisch, alles klar, und sozusagen mich in die Prozesse einlasse, die für mich nicht mehr so spannend sind, weil ich muss nicht mehr alles diskutieren, ich weiß, also gleichzeitig ist das aber ein wichtiger Entscheidungsfindungsprozess, wie die sozusagen, die doch entscheiden, was machen sie, wie könnte man eine Geschichte angehen und sich auch, da passiert auch wahnsinnig viel Wissenstransfer unsichtbar, der irgendwie, glaube ich, auch wichtig ist. Und wir haben inzwischen noch, da bin ich eigentlich glücklicher, dass wir quasi ein Büro haben, wo das passieren kann, weil manchmal habe ich dann einen Platz, wo ich mich wieder zurückgehen kann. Weiß aber, dass es gleichzeitig, ich habe dann eher so Fragestellungen wie,
wie oft muss ich mich, Entschuldigung, strategisch zeigen, um klarzumachen, dass ich das super finde, was da passiert, obwohl mir eigentlich reicht, dass ich weiß, dass es sozusagen vertrauensvoll passieren kann. Und das sind so Fragen, die mich eigentlich jetzt gerade fast mehr beschäftigen, und sagen, wie also kann ich die Ressourcen angemessen zur Verfügung stellen, die halt meine knappe Lebenszeit mit Kindern mir irgendwie ermöglicht. Und das ist eigentlich, also solange ich an dem Prozess selber noch was lerne, mache ich ihn. Und im Idealfall schaffen wir, dass wir das dann wieder auf eine neue, fixere Struktur stellen, die auch quasi von Dauer sein kann. Und ein letztes noch, zum Ziel kommt dann natürlich gleich auf, ist, was natürlich auch spannend ist, auf Instagram gibt es den Eselschwammkalan, der war jetzt 6 Monate sehr stark hauptbetreut von der Heather, die quasi die Themen vorgegeben hat und jetzt das Zepter ein bisschen an die Charmelie übergegeben hat. Und zum Glück ist das Profil, so wie ich es ablese, weiterhin zu sagen, es hat eine relativ stringente Kernidentität, welche Anliegen der Eselschwamm hat, glaube ich. Und kann aber trotzdem auch manchmal einfach nur sozusagen Fun senden. Und ich hoffe im Idealfall, dass er dadurch einerseits, es würde mir, also ich hoffe, dass es, wenn es sozusagen ein Unterkanal oder ein Komplementärkanal zu Esel ist, der sozusagen einen Anknüpfungspunkt bietet, den ich, sorry, sicher nicht bieten kann. Mhm. Also ich kann mich bemühen, aber es ist trotzdem was anderes, wenn sozusagen man das Gefühl hat, da sprechen wir. Und im Idealfall trotzdem aber für eine kulturkonsumgewohnte Rezipienten auch super spannend ist, weil wir doch versuchen, sozusagen wirklich unterschiedliche Leute zum Sprechen zu bringen. Und das ist ja auch das, was ich dran geil finde, eben weil ich dann selber überrascht bin, was für Geschichten rauskommen, die ich so sicher nicht gedacht hätte. Ja, das sind so ein paar Gedanken oder ein paar Erfahrungen, die ich bis jetzt mit dem Eselschwamm gesammelt habe. Was ich ganz spannend finde, ist, sorry, ich unterbreche dich jetzt, weil ich das eigentlich nur eine Rückfrage. Ja. Du sprichst auch von dieser Entwicklung vom Ich zum Wir irgendwie. Also du, und wenn du von Ressourcen sprichst, sprichst du auch von deinen persönlichen zeitlichen Ressourcen. Wie viel kannst du tatsächlich dann noch, wie viele Stunden schaffst du als Person dabei zu sitzen? Aber gleichzeitig ist ja Esel in dem, wie du es beschreibst, nicht mehr nur du. Und das Spannende ist ja quasi, dass du eigentlich wie ein Kulturprojekt oder wie eine kleinere Kulturinstitution abhängig von Fördergeldern bist in deiner Struktur. Und das, was du sagst, dass du einen Antrag schreibst, den nächsten schon wieder abrechnest, ist ja eigentlich die Realität von ganz vielen Initiativen, Kontexten, über die ihr eigentlich berichtet oder denen ihr halt eigentlich die Plattform bietet im Vergleich zu einem klassischen Medienoutlet, das ja eigentlich sozusagen auch öffentlich beauftragt ist. Hast du euch, dich selbst beauftragt, das zu tun und bist dementsprechend auch in einer anderen Position, auch was in deinen Entscheidungen, in euren Entscheidungen, wenn es darum geht, welche Formate funktionieren oder nicht, seid ihr nicht irgendwie in der Auswertung von, das ist vielleicht dann auch eine Frage an dich, Amren, in weiterer Folge, von was sind die Entscheidungen aufgrund von Ressourcen, welche Formate funktionieren, was heißt funktionieren, sind das Zugriffe, sind das Klickzahlen, sind das die 0,4% mehr Radiohörerinnen im Jahr, das sind ja Dinge, die du auf ganz anderen Parametern entscheiden kannst. Und einerseits hast du einen anderen finanziellen Druck oder eine andere finanzielle Realität, wenn du sagst, du möchtest andere Sachen machen, weil Förderrealitäten oder Kooperationen mit Stipendien, Fellowships in dem Fall von Kulti Gemma und auf der anderen Seite auch eine Unabhängigkeit, die halt das Projekt ausmacht eigentlich. Also oder ich habe schon ein Budget, also ich weiß, was ich brauche, damit ich damit in dem Fall wir tun können, was wir wollen. Und witzigerweise, auch deswegen habe ich es auch so betont, es ist bei mir, das Ich-Ding geht es wirklich darum, wie schaut meine Lebensqualität aus, obwohl es möglich ist. Das ist mein persönliches Problem und mit dem, also das betrifft den Schwarm interessanterweise gar nicht, hoffentlich im Idealfall. Ja, manchmal jammer ich, aber das kriegen die hoffentlich auch nicht mit. Und ich denke lustigerweise, ich fühle mich, also dadurch, dass ich mache am Anfang des Jahres mit fast allen Häusern Nutzungsrechte aus für meine Fotos. Mhm. Das heißt, die können dann Fotos verwenden und ich fühle mich halbwegs okay, weil ehrlich gesagt, ich würde die Sachen eh auch sehen, sie kriegen halt dann die Fotos nicht. Also gerade diesen das, was sozusagen sowieso Kulturkanon im Ausstellungsbetrieb ist, muss ich sowieso per Funktion covern und stört mich auch nicht, weil ich das auf verschiedenen Ebenen sehr interessant finde, das anzuschauen. Das heißt, das habe ich eh. Und das Gute ist aber, dadurch, dass das 20 Häuser sind, ist es mir relativ wurscht, wenn einer sagt, wir machen das nicht. Und das ist auch wichtig, weil dadurch bin ich weiter in diesen Häusern gegenüber sehr, sehr frei und kann sozusagen sagen, tut mir leid, passt und ganz clevere Häuser soll es auch geben oder von mir, ich weiß nicht, warum sie es machen, sage ich dann, wurscht, weil wir sind draufgekommen, wir kriegen es trotzdem. Also wir hatten eigentlich vor ein paar Wochen war es so, dass die
Das Wien-Museum beginnt jetzt wieder mit Musa, eine recht interessante Schiene zu beginnen, die ich wirklich auch interessant finde und weiter covern werde. Und er hat gesagt, ob wir nicht sozusagen die Fotos für Sie machen können. Und da ist das, was davon leben wir. Dann würde ich sagen, da müsst ihr einen jährlichen Partnerbetrag zahlen, der für alle Häuser gleich ist, egal welcher Größe sind, aber er ist überschaubar, also er ist wirklich also ist ein Inserat, unter Anführungszeichen. Dafür kriegen die Programmgarantie. Das heißt, dass wir dann wirklich, die müssen wir am Dienstag, bevor wir Mittwoch das Programm final haben, nochmal alle durchsichten und schauen, welche Termine geben wir von denen rein und welche nicht. Das haben andere Häuser, also die können dann sauer sein, wenn wir irgendwas nicht haben, beziehungsweise sprechen wir auch durch, wenn die jetzt 5 Führungen am Tag haben, haben wir es zum Beispiel nun noch nicht drinnen oder so irgendwas. Und da hat das Wien-Museum gesagt, nein, sie haben noch nicht wieder eröffnet, sie machen das nicht. Ich habe gesagt, naja, es tut mir wahnsinnig leid, wir werden euch trotzdem weiter featuren. Und es ist halt nicht entstanden. Ja. Wobei ich mit diesen Fotos Kohle hätte machen können, also relevantere Summe von Kohle als eine Partnerschaft. Und ja, dann ist es halt nicht. Und das, die Möglichkeit zu haben, da zu sagen, dann halt nicht, hoffe ich und glaube ich auch zu wissen, dass die mir sehr viel freier machen. Mhm. Interessanterweise ist das, was du, und da bewege ich mich jetzt politisch auf sehr heiklem Terrain, die Förderung war extrem wichtig für die Rettung von Esel, weil sonst hätte ich auch vielleicht einmal irgendwie so langsam angefangen zu sagen, vielleicht kann ich mal wirklich einen großen Teil der Struktur sein lassen, der mich sehr, sehr viel Zeit kostet. Aber ich finde es gar nicht so angenehm, so zwei so wichtige gegenüber zu haben. Ich finde, also die sind zwar wohlmeinend und wer sind deine, du meinst das BMK oder die Stadt? Ich bin das nicht gewohnt, dass zwei so eine überdimensional wichtige Rolle spielen. Also nicht, dass der jetzt geht und sagt, du musst das und du musst das, aber aus dem freien Kommenden und sich das mit vielen kleinen Partnern ausschnapsen, ist es für mich sehr, also das gebe ich zu, das beschäftigt mich gerade auch dieses Unterschied im Verständnis, es ist gleichzeitig elementar, gerade für ein Projekt wie Eselschwarm, weil ich halt merke, es vergeht wahnsinnig viel Zeit, die vergehen muss, weil da Prozesse stattfinden, die ich aufgrund meiner Erfahrung oder auch meiner Abgebrühtheit oder aufgrund meiner Art, wie ich Dinge produziere, nicht mehr brauchen würde diese Zeit. Und ich kann mir dank der Förderung leisten, diese Zeit verstreichen zu lassen. Das heißt, dass mal die Leute 3 Tage an einer Geschichte herumtun, wo ich schon rotieren würde und sage, bitte, wir müssen jetzt eine Geschichte machen, können wir morgen schon wieder was anderes machen, dass diese Freiheit ermöglicht es. Und deswegen ist gerade für das jetzige Entwicklungsstadium vom Eselschwarm jetzt für uns sehr wichtig, dass wir die Förderung haben. Es ist nur eine interessante Erfahrung, weil es elementar ist. Also wenn die sagen, wir kennst das mit der Fördergeschichte, du reichst das ein und dann kriegst du die Hälfte. Und was machst du dann? Das sind noch immer 10.000 Euro, aber eigentlich fehlen mir 10.000 Euro. Und ich muss trotzdem das, was ich sozusagen eingereicht habe, ja trotzdem in irgendeiner Form bringen. Und das ist für mich relativ schwierig. Gut, wir haben dann bei der Wirtschaftsagentur nochmal 10.000 Euro geschnurrt und die anderen 10.000, die gegangen sind, haben wir quasi im Pendant von dem Kultur-Gamma-Budget, das glaube ich ungefähr so 9.600 ist. Also. Und dann bin ich wieder auf dem Budget, das das Ding braucht. Aber wenn man es zum Beispiel so denkt, wie zum Beispiel auch ein Fellowship von Kultur-Gamma geframed ist, wo es ja auch darum geht, die Personen nachhaltig auszustatten, der den Space zu geben oder auch das Spielfeld zu geben, ist ja das, was du machst mit diesen 3 Stunden. Da geht es ja nicht unbedingt um die 3 Stunden oder nicht, sondern auch ums Probieren, ums Lernen und ums Tun können. Und für 18 Stunden, die, also es ist nicht genau, so, es einzelnen ist nicht Personen auch, oder? Also es ist ja auch also ein Aufbau oder eine Art von, also ich mag es nicht Umverteilung nennen, aber halt auch eine Verteilungsfrage von wo landen eigentlich dann die Gelder, ja, und dann halt auch die Frage, was passiert im Mainstream oder im klassischen Journalismus auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Anknüpfungspunkte für junge, interessierte Menschen zu schaffen. Gibt es diese Strukturen, gibt es diese Infrastrukturen, gibt es diese Spielfelder und gibt es diese Durchlässigkeit, die da dann vielleicht irgendwie ein bisschen im Anfang zumindest entsteht. Ja? Weil das ist nämlich nicht nur auf der Ebene sozial relevant und auch, dass daraus Dinge entstehen, die man gar nicht denkt, wie diese Esel-Encounters, hätte ich mir gedacht. Es ist auch redaktionell relevant, glaube ich, oder in den Formaten. Und auch darüber, worüber die berichten. Weil genau, das meine ich. Das Internet hat so viel Platz, aber die Frage ist dann schon, du hast sowas wie einen Hauptkanon, den du ja doch, also den auch jetzt quasi eine offizielle Redaktion in irgendeiner Form aufteilen wird. Aber ich glaube, was wir schon immer gemacht haben, also ich solo, aber auch gerade mit Eselschwamm viel mehr passiert ist, die gehen irgendwo hin. Und das finde ich genau das Leibernde dran, ja. weil den Hauptkanon cover ich eh und es war auch der Newsletter, wie wir angefangen haben, wir unsere eigene Sendung reingemischt. Wir haben dann, da war damals noch der heiße Scheiß, dass die plötzlich in ihren Ateliers oder in Offspaces zum Ausstellen begonnen haben, was ich jetzt fast schon für sozusagen ein kommerzielles Phänomen finde. Also inzwischen hält sich größere Galerien ihre eigenen Offspaces, die dann zufällig diesen Cluster verlagert sind. Das ist auch ehrlich gesagt die Perspektive, auf der mich die Prozesse weiterhin sehr, sehr interessieren. Aber das ist dann auch nichts, wo ich darüber einen Blogbeitrag machen muss, sondern schreibe lieber ein Buch darüber, weil ich halt sozusagen auch schon ein bisschen entschleunigt bin, was dieses Tagesaktuelle anbelangt. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist schon, dass man sozusagen
Nona Nett dadurch ganz andere Entdeckungen macht, die ich vielleicht, einfach weil ich viel stärker durchgetaktet bin, ja, ich konnte früher 5 Offspaces an einem Abend machen, aber jetzt mache ich nur noch 3 Abende. Aber es ist ja auch 7. voll wichtig, dass es nicht nur du bist. Also ja. Das ist, also weißt du, was ich meine? Nein, gar nicht, im Gegenteil. Aber eben zu sagen, das ist ja nicht nur ein du kannst nicht, sondern du musst und sollst ja auch nicht alles abdecken und in dem Moment, wo es Schwarm gibt, also eben kommen Ideen rein, auf die du auch gar nicht gekommen wärst. Und ich meine jetzt du als Struktur, ja, gar nicht als Person. Aber es ist schon so, also ich arbeite schon, also bis 2 in der Nacht und dann stehe ich halt auf und bringe meine Kinder schon und dann arbeite ich wieder. Liegt aber auch daran, weil mir die Arbeit urtaugt. Also das ist ja irgendwie das Geile. Und dann habe ich Corona gehabt jetzt, zum Glück in den Semesterferien, das wäre eine Katastrophe. Und dann war es halt wirklich zum ersten Mal und da ist es dann auch mir langsam gedämmert. Und so, dann habe ich den Mike angeguckt und gesagt, ich habe gar nichts gesehen die Woche, was machen wir? Und dann hat der Mike gesagt, wir haben die 3 Geschichten. Und dann habe ich gesagt, super, die 2 senden wir jetzt und die andere senden wir nächste Woche. Und ich weiß nicht, wow, es braucht mich gar nicht. Und also sorry. Nein, ich wollte dich gar nicht in Abrede stellen. Ich wollte nur sagen, dass das, also was das macht an Verschiebung. Und eben, weil ich es gesagt habe, Durchlässigkeit oder Anbindung oder. Und was in deinem Projekt passiert und wie es passiert im Vergleich zu, und ich mag da echt gerne auch gleich bei dir einhaken, wie ist das auch aus deiner Perspektive? Du bist in der Chefredaktion, du hast, glaube ich, selber einfach auch diesen Weg gemacht von aber heute anfangen als Redakteurin, wie durchlässig nimmst du die Redaktion wahr und auch so, inwiefern sind Ressourcen und eben auch Zugriffe zum Beispiel, wie wird das gemessen, was funktioniert, was wird gemacht, welche Strategien fahrt ihr auch, indem du hast das vorher ein bisschen umrissen, wie wird Szene gemeinsam mit Kultur gedacht, einerseits einfach auch, um eine größere Kategorie aufzumachen, um ein größeres Zielpublikum, das die heute auch anspricht im Boulevard und in der täglichen Auflage zu halten, aber schon auch in der Frage von, ich meine, da passiert beabsichtigt oder nicht, auch ein Aufbrechen von eben Popkultur, Hochkultur und warum ist Dschungelcamp weniger wichtig als die neue Burgtheaterdirektion oder auch nicht irgendwie. Genau, das ist so die eine Frage, wie messt ihr Dinge und inwiefern sind Ressourcen und redaktionelle Inhalte gekoppelt und wie wirkt sich das aus und auf der anderen Seite eben die Frage, was bedeutet bei euch oder gibt es bei euch dieses Thema Durchlässigkeit, neue Mitarbeiterinnen, Generationenwechsel, du hast von neuen Formaten gesprochen, wer setzt die um, genau. So, die erste Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen. Sorry, das waren 5. Das sind 5. Du knüpfst an, wo du willst, und ich. Genau. Also vielleicht um da gleich anzuknüpfen, den klassischen Kunstkanon, wenn man jetzt die ganzen großen Häuser sich anschaut, die machen wir natürlich auch. Also das war immer schon so. Aber das war jetzt auch der Sinn von diesem Szene Backstage, ist immer ein bisschen aufzubrechen und vielleicht auf ein bisschen einen anderen Blickwinkel in dieses klassische Hochkultur reinzubringen. Was man natürlich noch macht, also abseits von dem und noch stärker reingehen will, ist eben abseits vom Mainstream auch Sachen machen, ja, und da reinzuschauen und Interviews zu führen und da irgendwie Leute vor die Linse zu holen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir haben das auch schon mit ein paar Formaten probiert, die leider in der Pandemie wie vieles andere ein bisschen untergegangen sind. Das war auch ein Videoformat, das hat geheißen Töchter und Söhne. Da haben wir eben Künstlerinnen mit Migrationshintergrund in ihren Grätzeln begleitet, wo sie aufgewachsen sind und ihre Erfolgsgeschichte, einer von den ersten war Raf Camora, den wir da begleitet haben. Und das will ich eigentlich wieder in Gang bringen, dass man das auch macht und KünstlerInnen einfach von Grund auf, unter Anführungszeichen, auch wenn sie nicht erst macht, wenn sie in der Albertina ausstellen, sondern einfach vorher schon damit begleitet, weil ich glaube, dass das auch ganz wichtig für die Community ist. Da kann man die Leute dann auch hinführen. Natürlich wollen wir eine breite Leserschaft abdecken, aber ich will auch natürlich gerne Menschen, die jetzt vielleicht sich nicht unbedingt den Museumsbesuch so leisten können oder sich da halt dreimal überlegen, ob sie hingehen, denen halt ein bisschen einen Einblick in die Kulturwelt da liefern und vielleicht auch nicht den klassischen, den man eben bekommt, beziehungsweise sagen wir so, vielleicht nicht den Menschen, die jetzt ORF-Hochkultursendungen schauen oder den Standard-Feuilleton am Wochenende lesen, sondern eben die heute in die Hand nehmen, dass sie eben trotzdem auch diese Hochkultur haben.
Und das Dschungelcamp ist genauso wichtig, und wenn nicht sogar wichtiger online teilweise. Da sind wir immer noch, dass wir im Print diesen Mix haben, diesen guten, zwischen Hochkultur, aber auch Popkultur etc. Und online, wie eben davor schon erwähnt, ist es natürlich anders aufgegliedert. Und wir wollen schon da hinkommen, und dafür braucht es, glaube ich, eben Formate. Und da bin ich aber auch beim Günther, eine gute Geschichte ist eine gute Geschichte. Das wird sich, glaube ich, nie ändern. Und was Spannendes rausholen, eben was vielleicht, wo man sagt, ah, da ist irgendwie ein bisschen Würze dabei, und da kann man jemanden, der ORF schaut oder Standard liest, die würden das genauso anschauen oder lesen wie auch typischer Boulevardleser jetzt, ja, oder Leserinnen. Und da versuchen wir das noch ein bisschen auszubauen oder eben durch Formate umzusetzen und schauen, wie können wir da noch mehr in die Community greifen und was interessiert die eigentlich, also wie schaut deren Kunstverständnis aus. Und beim Dschungelcamp etc., da sind wir eh schon Selbstläufer, also diese Berichterstattung, ich glaube, das ist so oder so. Und wie man Zielgruppen, besonders das, wir haben es, glaube ich, eh davor eben angesprochen, das jüngere Zielpublikum, Social Media spielt natürlich auch eine große Rolle. Wie kann man vielleicht eben diese Formate oder die Kulturberichterstattung so fassen, dass man, wenn man sagt, okay, man macht einen Artikel oder berichtet über eine neue Oper, dass sich nicht irgendwie Junge denken, ach, Opa, alt, interessiert mich nicht, Fahrt, war ich eh nicht drinnen. Vielleicht, dass man die auch irgendwie dazu bringt, dass man sagt, nein, das kann schon interessant sein, und dass es da auch schon, weil für mich war das früher immer so in Verbindung, Theater, Oper, Museen, kostet irrsinnig viel Geld, kann ich mir nicht leisten, aber dass man halt da auch irgendwie so denen zeigt, dass es da schon Angebote gibt, die man vielleicht auch nutzen kann, und dass es nicht irgendwie dieses staubige, Österreich ist ja sehr konservativ, immer noch, was das angeht im Kulturbereich, und ich glaube, wir brechen erst jetzt in den letzten Jahren, was Diversität und besonders in der Kunstbranche angeht, ziemlich auf. Ich glaube, das Burgtheater war ja jetzt, die Geschichte hatte die erste Schauspielerin türkischstämmig, also da sind wir ein bisschen, könnte ein bisschen schneller vorangehen, aber dieses Aufbrechen, und ich glaube, das kommt immer mehr größere Häuser holen sich auch, trauen sich auch Künstlerinnen reinzuholen, die vielleicht anecken, ja, und andere Lebensrealitäten erzählen. Und das wollen wir natürlich auch mehr aufgreifen, weil ich glaube, das spiegelt auch die Community wieder, weil da sind halt einfach unterschiedliche Lebensrealitäten. Und ob ich da die Geschichte jetzt mache, weil die Energiekosten ansteigen, die Lebensrealität, oder vielleicht eben auch, wie sich dann das in der Kunst verarbeitet wird, die Lebensrealität von jemandem, was jetzt vielleicht nicht die klassische ist, die man kennt von reiche Familie, keine Ahnung, hab super Kunst studiert und alles war pipi fein und kann man Werke um keine Ahnung wie viel verkaufen, sondern vielleicht auch, das natürlich auch, aber eben auch vielleicht die andere Seite, die man nicht so sieht. Und über Social Media wäre es natürlich noch besser, wenn man das irgendwie auch aufgreifen kann. Wir machen das jetzt schon, dass man TikTok bespielen, ja, immer noch ein bisschen man holprig, aber man, ich glaube, es ist auch viel versuchen, ausprobieren, was funktioniert nicht. Das ist ein bisschen eine Lernphase jetzt auch. Bespielen aber die klassischen Social-Media-Kanäle auch, und ich glaube, da werden wir auch in Richtung Kulturberichterstattung einfach noch viel mehr Akzente setzen. Und die Frage, was Personal und Ressourcen angeht, also bei uns, wir hatten das Glück, dass sich das nicht sonderlich verändert hat. Wie ich in das Kulturressort eingestiegen bin, wie gesagt, war ich Karenzvertretung, und da waren wir zu zweit. Mhm. Ist aber nur Print damals bespielt worden, diese Doppelseite. Ganz naive Frage, wie groß ist das heute, die Team oder die Redaktion überhaupt? Also die ganze Redaktion, jetzt hast du mich schnell gefragt. Größenordnung. Sind so 8. Nein, also schon 60, 70, 70, ja. Vielleicht auch mehr. Nein, es sind so viele im Homeoffice im Moment. Man sieht überhaupt ja nicht, es ist gar nicht exakt relevant. Ich glaube, ich wollte nur eine Größenordnung haben. Ja, also es sind schon so um die 80, glaube ich, sind's, weil wir haben ja auch Redaktionen in Niederösterreich und in Oberösterreich. Aber das Kulturressort war eben, wie ich angefangen habe, waren wir zu zweit. Und jetzt mit online, natürlich muss man auch eventuell eben aufstocken oder sich das anschauen. Jetzt waren wir eben zu dritt. Und also mit mir, ich mache eben auch hauptsächlich die Kulturformate.
Und da funktioniert es schon. Man muss ja auch dazu sagen, dass man jetzt irgendwie im Print nicht ein 20.000 Zeichen Artikel über eine Theateraufführung oder eine Ausstellung schreibt. Man ist ja auch sehr kurz angebunden da, aber es ist gerade da ist auch, das ist auch die Herausforderung, auf so einem kurzen oder kleinen Platz viel Information reinzubringen und dass es auch nicht fad ist und gut geschrieben ist. Und der Vorteil ist aber, dass man online natürlich viel mehr machen kann, ja. Bitte. Also, weil du ja auch in der Chefredaktion bist, was macht ihr, wenn ihr merkt, dass das Dschungelcamp leider 2 Millionen Mal mehr angeklickt wird als eine Theatergeschichte, was ich vermute? Ja, und, ich wollte auch fragen, ist das die Art und Weise, wie ihr messt, wie viele, weil in, genau, wie messt ihr, was im Print oder was in Online funktioniert, gerade mit dem täglichen Outlet, sind es die Klickzahlen und die Zugriffe? Genau, oder? Also wie jeder andere, also wie die ÖVA ja. eben das auswertet auch und die Aufrufe aber auch über Unique Clients und auch über, ob es mobile aufgerufen wird oder eben Desktop. Und ja, natürlich haben diese Geschichten mehr Klicks, klarerweise als jetzt, wenn ich einen Artikel schreibe über ein Stück im Burgtheater. Das liegt aber natürlich auch daran, dass man halt einfach noch eine andere Leserschaft hat, ja, und dass sich die vielleicht einfach mehr interessieren. Ich glaube aber nicht, dass wir da Einzelgänger sind, das ist halt aber bei vielen Outlets so. Bringen auf Dauer? Natürlich. Also, das wäre das, klar. Also, wir machen nichts anderes, deswegen haben wir... Doch. Also für uns ist es schon sehr wichtig, dass wir, dass Kultur und Hochkultur auch stattfindet, also im Print sowieso und online auch. Also das ist uns besonders wichtig. Und ich finde auch eben, wie kann man das dann sagen, dass man, also oder wie schafft man das, dass man vielleicht da mehr Zugriffe drauf hat? Und das ist ja das, was ich eben versuche. Und das wird sich halt noch herausstellen, wie gut das dann funktioniert oder vielleicht auch nicht funktioniert, ob wir das anpassen müssen oder nicht, eben mit Formaten, dass ich sage, okay, wir nehmen noch Bewegtbild rein, wir machen nicht allzu lange Clips, ja, also allzu lange Videos, wir machen was shareable ist auf Social Media, wir geben Einblicke, wir überlegen uns Formate, wie kann man eben die Leserschaft mit reinholen und für auch Burgtheater und die Albertina begeistern, ja. Oder auch eben, und das ist das Nächste, wo wir sagen wollen, dass das vielleicht noch mehr Zugriffe eben hat, sind diese Sachen, über die ich eben gesprochen habe vorhin, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt Künstlerinnen wie Raf Camora, also jedes Mal, wenn wir eine Geschichte mit Raf Camora oder über Raf Camora gemacht haben, ist die immer durch die Decke gegangen, ja. Und ich glaube, dass wir total viel aus der Community noch gar nicht wissen, was gerade vielleicht für viele Leser und Leserinnen in ist oder wenn die verfolgen, dass wir da extrem viel einfach nicht am Schirm haben. Und da muss man halt einfach in die Community ein bisschen reinhören. Und ich finde auch, natürlich, das ist ja auch das, was wir jetzt geredet haben, sind keine Überstunden dann in dem Sinn, sondern wenn man das sehr gern macht, dann schaut man halt mal auf eine, gut, jetzt ist nicht gegangen wegen Pandemie, aber dann schaut man mal auf ein Konzert oder geht mal in, weiß nicht, in einer Galerie oder man hört sich um und man erlebt ein bisschen. Geschichten entstehen ja nicht, dass man vom Computer sitzt, sondern dass man halt rausgeht und sich eben anschaut, was ist eigentlich gerade los. Und natürlich muss man das nicht machen. Ich mache es sehr gerne immer noch und ich versuche immer noch eben diese anderen Blickpunkte irgendwie zu erfassen. Aber klar gibt es dann auch Redakteurinnen, die sagen, okay, für sie reicht es auch, wenn sie jetzt nur das Burgtheaterstück jetzt machen. Aber die Formate zum Beispiel jetzt, Szene Backstage oder Töchter und Söhne, sind das Formate, die dann auch in verschiedenen Social Media Channels ausgespielt werden. Genau, und das sind auch Formate, die im Print erscheinen. Also das ist ja, also das wird auf jeden Fall gekoppelt, weil wir versuchen schon mit den Formaten, dass man da so viele Outlets quasi wie möglich erreicht. Ja. Also das wird dann ist Szene Backstage, zum Beispiel heute ist auch eins in der Heute. Und online übers Belvedere, da hat die Frau Rollig, also die Direktorin, ihre 6 liebsten Kunstwerke eben vorgestellt und auch im Video und hat halt erzählt, welches sie als Kind immer Angst gemacht hat und so. Also es war ganz lustig. Und das findet sich dann schon auf der Kulturseite wieder und da müssen wir halt natürlich auch schauen, ja, wann hat das Platz, wann geht sich das aus, das sind unsere eigenen Formate, das heißt, das ist zeitlos, das ist jetzt nicht was, wo ich sage, okay, übermorgen startet die Ausstellung, also sollten wir es zeitnah dazu machen, sondern das ist frei von am Zeitdruck, was das angeht. Vor allem die Sachen kann man sich immer anschauen, weil die Bilder hängen eh immer drin. Da haben wir extra drauf geschaut. Aber noch 2 Rückfragen. Das eine, du hast eben gesagt, dass ihr schon auch versucht, eben Anbindung zu schaffen und zum Beispiel TikTok zu bespielen und dass ihr ressourcenmäßig relativ steady seid, seit du über heute vor 8 Jahren angefangen hast. Mhm. Wie bildet sich das eben in der Mitarbeiterinnenstruktur ab, auch wenn es darum geht, neue Leute mit einzubinden? Also
JungjournalistInnen, vielleicht jetzt auch anknüpfend an das, was wir über Isla Schwarm gesprochen haben. Mhm. Wer betreut euer TikTok? Seid es ihr oder habt ihr eine Person, die tatsächlich genau. in dem Medium zu Hause ist, einfach nur aus Neugierde? Mhm. Also bei uns betreut das im Moment das Community-Ressort. Mhm. Wir sind aber auf der Suche derzeit tatsächlich, also Social-Media-Managerin, Manager. Ich glaube, wir haben es eh sogar ausgeschrieben. Wir, jeder, der Social Media begeistert ist und auch TikTok bespielen mag und auch selber auch da Sachen eben produzieren will und das dann übernehmen will, da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir das eben auch noch raussuchen. Wir haben jetzt auch fürs People-Ressort, was eben abseits vom Kulturressort ein eigenes ist, da geht es halt hauptsächlich um Internationales, da wird eben mehr gecovert, Dschungelcamp, Teenager werden Mütter, solche Sachen. Das ist ein eigenes Ressort, die das machen. Das heißt, das Kulturressort sind wirklich nur Leute, die Hochkultur machen, Ausstellungen, also wirklich die ganze Hochkultur. Aber es ist bei uns jetzt nicht so, ich bin ein Hybrid bei der Zeitung, also ich habe Chronik und Kultur gemacht und das war ganz witzig eigentlich, weil sonst hast du ja meistens in den Ressorts, dass du wirklich nur dein Ressort machst. Und ich wollte aber immer schon beides machen und gesagt, dann kann ich nicht einfach beides machen. Und dann hat es immer geheißen, also natürlich geht, aber mich haben dann Kolleginnen schon oft gefragt, na, magst du nicht auf eins spezialisieren, weil, weißt du, da macht man sich halt einen Namen, man ist für eine Sache und für ein Ressort und da ist man ein Experte, Expertin. Und dann haben wir gedacht, nein, also ich mag eigentlich, das eine gute Geschichte ist eine gute aber Geschichte, würde sie gerne erzählen. Und bei uns ist es, entschuldige, noch ganz kurz, bei uns ist es, was das angeht, zum Beispiel auch, wenn jetzt ein Wien, jemand aus dem Wien-Ressort oder aus dem Chronik-Ressort sagt, da habe ich jetzt was Spannendes und Interessantes gesehen und möchtest du dir das vielleicht anschauen? Und ich habe das jetzt neulich gehabt mit einer Kollegin aus dem Wien-Ressort, die wollte, wie heißt der, vom Dracula-Musical, Caesar, Samson, Thompson, der war für uns beim Song Contest, genau, der spielte die Hauptrolle und sie hat gemeint, so ja, sie würde das halt auch sehr gerne machen, das Interview, und ich gesagt, na klar, wenn du Interesse und Lust hast und Zeit hast und Kapazitäten, sicher gerne, und wenn das dann auf der Kultur läuft oder im Wien-Ressort, das kann man sich ja dann ausmachen, aber da gibt es jetzt nicht, dass man dann sagt, nein, das jetzt gar nicht, außer, weiß ich nicht, wenn jetzt die Ai-Wei-Wei-Ausstellung in der Albertina ist, dann mache ich schon die selber. Genau. Na, ich finde es spannend, eben auch dieses Zusammengreifen als Szene, weil du auf der einen Seite, also, weil es gibt ja ein riesengroßes Mittelfeld zwischen Dschungelcamp, DSDS und der Albertina. Also es gibt ja auch eben popkulturelle Phänomene, und wo auch oft einfach die Frage ist, wo finden die Eingang auch in einem Medium, jetzt zum Beispiel wie Ö1, weil Ö1 arbeitet auch mit einem sehr weiten, aber doch mit einem relativ abgesteckten Kulturbegriff nach wie vor und, glaube ich, versucht den im Wandel auch zu verhandeln, aber ist dann dennoch irgendwo limitiert oder zieht irgendwo eine Grenze. Und dieses Auflösen dieser Grenze auch und in diesem Klammern, wo es den Überbegriff Szene gibt, wo Kultur eine Unterkategorie ist und Kultur dann eigentlich nur Hochkultur ist und andere kulturelle Ausdrucksformen ja trotzdem Eingang finden. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und das, was du gesagt hast, dass ihr in einem Print ja tatsächlich dann eigentlich auch extrem verdichten müsst. Das sind ja auch ziemlich lange Entscheidungen, die dahin führen. Also es ist vielleicht nicht das Feuilleton-Essay auf 3 Seiten, aber doch auch eine Entscheidung von, was greift man daraus? Und genau. Das ist, glaube ich, einfach der Mix, den man vielleicht, also ich kann es jetzt nur von mir selber sagen, den man halt vielleicht über die Jahre hinweg und Expertise vielleicht ein bisschen mitbringt. Und auch interner Austausch, ganz wichtig, weil nur weil ich jetzt vielleicht irgendwas interessant finde, das ist ja natürlich immer ein bisschen subjektiv, ja, aber ich denke mir, wie der Günther vorher gesagt hat, wenn ich mir selber denke, oh, das ist irgendwie was, das hat was und das ist urspannend und das ist jetzt irgendwie vielleicht was Neues oder da ist eine Besonderheit dabei, für mich, vielleicht ist es für jemanden anderen ja nicht unbedingt eine, aber ich glaube, man bekommt mit der Zeit, ich glaube, das ist das Gespür für eine gute Geschichte einfach. Das ist Journalismus, ja, also. Ja, es ist einfach ein Gespür für eine gute Geschichte und dann wird das intern schon noch besprochen, also es gibt ja auch die Sitzungen, bevor das ja gebaut wird, online ist man natürlich freier, weil wenn ich jetzt sage, ich habe
ein Interesse über XY zu berichten und ich finde das super spannend. Und das findet keinen Niederschlag im Print zum Beispiel, weil es aus Platzgründen oder weil ich mich nicht traue, das jetzt nochmal anzubringen, dann kann ich es ja trotzdem machen. Also es ist jetzt, niemand sagt dann, nein, das bitte nicht schreiben oder so. Also da ist man wirklich sehr, sehr frei. Ich glaube, wir müssen da halt einfach im Print einfach einen guten Mix finden und ich glaube, es gelingt uns eh ganz gut. Und da gibt es eigentlich keine Grenzen, über was man vielleicht jetzt nicht berichtet oder eben schon. Also ich glaube, das ist noch relativ offen, was man da alles noch mit reinnehmen kann. Ja, was auch spannend ist mit einer täglich neuen Auflage, einfach auch einfach viel, viel Platz und viel Dynamik drinnen ist. Ich würde gerne das Gespräch öffnen. Eins, was mir einfach gerade nochmal auffällt, was natürlich auch in der Einleitung, aber was schon ein Thema ist, dass alle eure drei also auch zu Hause ist, in einer Art und Weise Arbeitszuhauses, Gratis-Angebote sind, die natürlich nicht gratis sind, aber kostenlos für UserInnen nutzbar sind. Und das finde ich recht interessant, weil sich die ja dann doch an unterschiedliche Menschen wenden oder unterschiedlich an Menschen wenden. Liebes Publikum, habt ihr Fragen oder Dinge, die ihr noch in die Diskussion mit einbringen wollt? Ich habe noch einen Einwand, der mir gerade vor den Nägeln brennt, wo ich sozusagen hoffe auf den Günther. Was hier fehlt, aus dem, was wir bisher geäußert haben, und bei dir kann ich es mir noch vorstellen, dass es möglich ist, was wir alle nicht mehr schaffen, ist die große Geschichte. Also, dass wirklich investigativ was recherchiert wird und dann macht das Medium in seiner Freiheit eine Geschichte. Das macht zumindest ich, fand es früher, wäre ich gerne in Richtung investigativ gegangen, hat sich ergeben, jetzt rede ich es mir schön, indem ich halt sage, ich bin dafür auf einer kulturpolitisch-strukturellen Ebene und wahrscheinlich sogar auf einer Netzwerkebene einflüsterig genug, dass ich Sachen droppen kann hinter geschlossenen Vorhängen. Aber tatsächlich, keine Ahnung, was diskutieren wir, die NFT-Geschichte vom Klimt und ob da viel CO2 verwendet. In Wirklichkeit steht dahinter, dass ein Haus über eine absurde Aktion, über die man dann sich tausendmal klicken und aufregen kann, 1,6 Millionen mindestens bis jetzt eingespielt hat, was eine enorme Summe ist bei einem Haus, das ein extrem budgetiert ist. Was bedeutet das Kultur? Ja, aber 50% geht diese schwindelige Ding und so. Und dahinter steht aber die Frage, wie wird museale Kultur finanziert? Das Albertina-Konzept von, es müssen mindestens, ich weiß nicht, wie viele Millionen Touristen durchgehen, damit sich die Leihgaben und das Ding finanziert. Das hat er erfolgreich betrieben, das ist in die letzten 2 Jahre zusammengebröckelt. Das wird jetzt gerade wieder versucht, sozusagen zu restarten. Im Mondiliane war es ein Spurz früh. Vielleicht gelingt es mit München, mit dem Eiweiwei. Aber so Journalismus im klassischen Sinne, wie sie quasi wirklich noch die letzten Helden sind, die es gibt, dass jemand monatelang oder lebenslang eine Geschichte hat und dann aber eine Geschichte macht, die auch fürs Medium total unbequem ist, also weil das Medium sich halt mit allen anlegt, weil die Geschichte halt wirklich einen ganz anderen Blickwinkel recherchiert. Ich glaube schon, dass man findet immer Gründe, warum es eh gut ist, was man macht und man findet hoffentlich auch die Dinge, wo man sagt, da fehlt noch was und wie kann ich dagegen steuern. Aber ich denke mal, das ist das, wo ich mir am ersten noch vorgestellt habe, wenn du jetzt sagst, also das muss ja gar nicht jetzt eine böse, kritische Investigativgeschichte, wenn du sagst, du bist im Urlaub und machst dann als Resultat daraus was, was du einfach sozusagen willkürlich als Geschichte dann empfunden hast, dann ist es eh schon sozusagen die Möglichkeit, eigene Narrationen zu bieten. Ne? Also, ich weiß es nicht, oder bei dir, aber wer hindert uns eigentlich daran? Also jetzt natürlich monatelang Panama Papers recherchieren, okay, das habe ich nicht, gut, das könnte ich nicht und da habe ich nicht die Ressourcen, aber gibt es auch, wird auch gemacht, wird auch von Österreich aus gemacht. Aber ich sehe meinen Schwerpunkt jetzt nicht unbedingt im Investigativen, aber weil da der Wolfgang Zingel sitzt, ist schon eine Zeit her, aber die eine oder andere Geschichte habe ich schon gesteckt bekommen, als ich noch viel mehr Fernsehen gemacht habe. Und das ist natürlich gegangen und das geht natürlich jetzt auch. Es geht natürlich beim ORF, es geht bei Ö1 und ich würde jetzt einmal unterstellen, es würde ja, auch bei, also, bei dir ja, gehen. Ja, klar, wenn wir haben das Geschichte auch kriegst, dann recherchiert man es. Und wenn es eine heiße Geschichte ist, kann man vielleicht den Chefs, vielleicht sogar und Chefinnen einreden, es dauert aber ein paar Wochen, vielleicht geht's. Muss man nebenbei noch ein bisschen über das Dschungelcamp schreiben am Abend, aber es hindert uns im Prinzip niemand daran und es wird ja auch gemacht, so ist es ja nicht. Bitte. Habe ich gerade gesagt, ja, bitte unbedingt. Ja, es ist ein sehr interessante Beiträge.
mal jetzt von dieser journalistischen Seite die Sache zu beleuchten. Also ich sehe das natürlich als Rezipientin und als Artist. Und was jetzt nicht gesagt wird, aber was mir auffällt natürlich, es ist sehr begrüßenswert, dass jetzt verschiedene Kanäle einfach vorhanden sind für die Kulturberichterstattung. Denn, ich meine, leider die Printmedien, das ist sehr, sehr runtergegangen, erstens einmal natürlich mit den Auflagezahlen, aber auch mit der Kulturberichterstattung. Und wenn dieser Punkt gerade angesprochen worden ist mit einer langen, genauen Recherche, das kann natürlich unglaublich spannend sein, aber da fällt mir jetzt im Moment wirklich nur die Kunstzeitung ein, aber die erscheint leider nur einmal. Und nur in der Kunstzeitung habe ich zum Beispiel von den Fälschern gelesen, also oder teilweise wirklich sehr ätzend kritische Beiträge, den Blick hinter die Kulissen, Ausstellungen und die Mauscheleien und ich weiß nicht was, welche Bilder wo hängen und Museumsdirektoren und. Also die, muss ich sagen, ich mag die Kunstzeitung sehr, sehr gern. Erscheint in Deutschland, hat auch immer wieder österreichische Beiträge. Ne? Aber so richtig die Hintergrundinformationen, und ich meine, das ist schon klar, dass das sehr zeitaufwendig ist und auch geldaufwendig, ne? Aber das ist schon interessant, ne? Die Geschichte von den Fälschungen und so weiter, die Weltrache und alle möglichen Sachen oder auch die, fällt mir einiges ein. Das finde ich sehr interessant. Und das andere, was du angesprochen hast, diesen Schwarm, finde ich auch spannende Idee. Und ich habe da eine völlig andere Assoziation dabei gehabt, und zwar bei den Filmfestivals. Also ich möchte jetzt nicht sagen, welches, aber ich habe im letzten Jahr, ist mir aufgefallen, bei einem, also das muss eine Person kuratiert haben, weil das sind, die Filme sind ganz, also aus einem, also ganz bestimmte Filme ausgesucht, Kurzfilme. Und da fände ich also auch gut, wenn das einmal wer anderer macht, ja. Und wenn da nicht ganz bestimmte Sachen oder ganz bestimmte Schiene forciert wird, ja, also das muss ich sagen, ne? Abgesehen davon natürlich, dass man als Künstler dann auch sagt, naja gut, die wählen nichts aus, was bringt denn das, wenn ich mir da die Hacken absetze, schief laufe und dann zeigen sie das eh nicht oder wählen sie ganz bestimmte Sachen an. So, Punkt. Und ich glaube eins, diese ganze Corona-Geschichte, würde ich mal sagen, aber ich bin schon neugierig auf einen gewissen Paradigmenwechsel. Also in der Berichterstattung, aber auch in der, was das Publikum will. Ne? Ich meine, ohne jetzt zu sehr, also ich bin keine Mainstream-Freundin, aber ich bin wirklich gespannt. Also das will ich aber jetzt nicht verraten, welchen Riecher ich habe, aber ich habe ein gewisses Gefühl und lasse mich aber selber überraschen. Also ich, ja. Wenn ich noch was ergänzen darf, was mir fehlt im Kulturbereich, und ich denke, wenn ich an Kulturteil denke, eher an Feuilleton, dann sind das vor allem die großen Debatten, nicht die Investigativgeschichten, sondern die Debatten, wo dann über mehrere Wochen auf Artikel Bezug genommen wird, wo zum Beispiel so Themen wie das Metaverse, was jetzt Mark Zuckerberg natürlich befeuert hat durch die Umbenennung seines Konzerns, und die finden aus meiner Sicht immer weniger statt, und wir laufen vielleicht Gefahr, dass die Kulturberichterstattung mehr zu Serviceberichterstattung wird, obwohl wir eigentlich hochinteressante Sachen haben, wie das Dschungelcamp, was wir eben gehört haben. Das ist ja eigentlich extrem spannend, dass das so viel geschaut wird, und da kann man auch
eine kritische Berichterstattung, sondern gibt es auch wunderbare Artikel zum Beispiel von Robert Willemsen zu. Und ich glaube, dass durch die Medien die Gesellschaft auch immer im Gespräch mit sich selbst ist. Und diese kritische Analyse dieses Gespräches, ich glaube, das ist auch eine Rolle, den das Feuilleton oder den die Kulturberichterstattung einnehmen muss oder vielleicht stärker einnehmen könnte. Ich kann die Einschätzung nicht ganz teilen, dass das nicht stattfindet. Gut, wenn man jetzt nur auf Wiener Medien schaut oder auf die oberösterreichischen Nachrichten und die Vorarlberger Nachrichten, da findet es vielleicht relativ wenig statt. Aber wenn man jetzt konsumiert, ich sage was, Falter, Standard, Zeit, Spiegel, Taz, Deutschlandfunk Kultur, Ö1, da finden ununterbrochen kulturpolitisch relevante und gesellschaftlich relevante Debatten statt über Diversity, Political Correctness, Wokeness, Things, Ukraine, wohin geht Europa, EU, also es wird ununterbrochen diskutiert. Ich kann das nicht ganz teilen, das kommt, glaube ich, darauf an, auf welche Medien man schaut, aber wenn man 4, 5, 6 über Österreich vielleicht ein bisschen hinausgehend Medien sich anschaut, wird ununterbrochen diskutiert, Gott sei Dank. Also das sehe ich auch so. Und insbesondere, wir haben ja vorher schon gesprochen, es ist ja nicht wirklich so das große, starke Gebiet von mir zu loben, aber Ö1 ist auf dem Sektor ein Wahnsinn. Ja, da kann kaum jemand mithalten. Man kommt ja gar nicht nach mit Sekundärliteratur lesen und also an Informationen und Diskurs ist da wirklich viel da. Was wir haben es begonnen vorher zu diskutieren, dann sind wir unterbrochen worden durch eure Auftritte. Was mir ein bisschen abgeht, ist die Vielfalt. Ich sage es jetzt, obwohl Ö1 sich sehr bemüht, ist es trotzdem als sozusagen Spitzenmedium im Kulturbereich immer noch kapriziert auf wenige Prominente. Ja, und damit beginnt es. Also der Fisch beginnt am Kopf zu stinken. Und ein bisschen ist es schon, also du weißt, also ich bin wirklich ein Fan von Ö1 und wenn ich Zeugnisse aus, wird lauter sehr gut geben. Trotzdem, gerade deswegen möchte ich jetzt die Gelegenheit benutzen, um das zu kritisieren. Wir haben, wenn es um Philosophie geht, den Konrad Paul Liessmann, wenn es um Literatur geht, den Kölner. Faller. Ganz selten, ja. Also ganz selten. Also ich weiß nicht, ich führe keine Statistik auf dem Sektor, aber ich würde sagen, da ist ein Verhältnis von ungefähr 80-1 oder so, liest man. Aber egal, um das geht es gar nicht, sondern es geht, auch wenn es der Pfahler da noch ist, wir haben den Kölmeier in der Literatur und wir können jetzt aufzählen, wir haben den Schröder, wenn es um bildende Kunst geht. So, das wär alles noch möglich, aber wer widerspricht denen? Ja? Gibt es da niemanden, der denen widerspricht? Ich glaube schon, dass es da viele gäbe in Österreich und dass es auch viele Meinungen, hochklassige, hochwertige Meinungen gäbe, die man parallel dazu bringen könnte. Zum investigativen Teil, das geht mir schon ein bisschen ab in letzter Zeit. Ja. Also diese Hintergrundgeschichten, also weil du sagst, das wird bei uns gemacht, naja, also sozusagen fast ins Tagespolitische rein. Ich weiß nicht, ob man Rückgabegeschichten, Weltmuseum und so weiter zur Tagespolitik zählen kann, es ist eh schon viel mehr. Aber da fällt es vorne und hinten. Heute die Federkrone, das war ein Witz. Also da ist schon so viel da an Material, dass man das anders berichten könnte. Zum Thema Föttinger in der Josefstadt habe ich gar nichts gehört. Gar nichts. Und jetzt bin ich schon fertig zum Letzten. Das ist sozusagen meine Lieblingskritik. Ja. Die Salzburger Festspiele. Also man hält den August in Ö1 nicht aus. Also eigentlich sollte Ö1 nur 11 Monate gesendet werden, weil ein Monat ist leider mehr als redundant. Und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht, heuer mitzuzählen. 17 Beiträge im Kulturjournal, ja, 16 Beiträge in den Nachrichtenjournalen. Also wer immer versucht hat, in ein Nachrichtenjournal mit irgendeinem Beitrag aus der Kultur zu kommen, wird wissen, wie schwer das ist. Ja? Und ihr wisst es auch, das dort reinzubringen, wie schwer das ist. Aber das ist dem Salzburg, Jahr für Jahr gelingt ihnen das. Und jetzt habe ich nicht dazu gezählt,
die sowieso Berichte von den Aufführungen, die ja sowieso zu 100% übernommen werden. Ich habe nicht die Kommentare, die Hinweise, die Interviews, das kommt, also es ist August, ist Salzburger Festspiel. Und jetzt frage ich mich, auch das ginge noch. Wo bleibt die Kritik innerhalb sozusagen der Salzburger Festspiele? Weil Don Giovanni zum Beispiel ist weltweit negativ rezipiert worden, ja? Aber in Österreich nicht. Also insbesondere auf Ö1 nicht. Ich muss sagen, die Tageszeitungen habe ich da nicht alle gelesen. Aber da sieht man, dass da irgendwie sowas noch ein eigenartiges Nationalbewusstsein da ist, Kunstfestivalübertragungs-Hype, der eigentlich längst veraltet ist. Und das hat auch nichts mit Zuhörerzahlen zu tun, um da jetzt auf heute ein bisschen zu rezipieren. Ja, aber er ist auch der Konzertsender und alles mögliche. Die Medienpartnerschaft gibt es ja mit 180 Festivals in Österreich. Also jetzt höre ich schon auf, also ich kritisiere jetzt besonders Ö1, wenn mir das so am Herzen liegt, aber ich glaube, es ist ein bisschen rübergekommen. Ja, sozusagen, ich als freier Mitarbeiter, der halt seine Beiträge anbietet und noch nie in seinem Leben von den Salzburger Festspielen auch nur einen Beitrag gemacht habe, ich fühle mich jetzt nicht befugt, sozusagen da was zu verteidigen oder nicht zu verteidigen. Es ist sonst niemand da. Das mit dem Liesmann und mit dem Schröder, ja, stimmt vielleicht bis zu einem gewissen Teil, wobei der Schröder kommt halt zu Wort, wann in der Albertina Ausstellung ist. Da kommt allerdings wirklich nur er zu Wort, weil ich habe das schon festgestellt. Ja, aber war er der Einzige? Ich weiß jetzt nicht mehr. Er wird eine Stimme gewesen sein von mehreren. Man muss halt eins sagen, ohne das verteidigen zu wollen, bei Liesmann und bei Schröder, es gibt halt prominente Menschen, die ruft man an und du kannst dich darauf verlassen, dass sie was sagen. Und darum kommt der Pfaller auch seltener vor als der Liesmann. Nein, ich greife das jetzt nur feuilletonistisch, humoristisch auf. Der Pfaller sagt nicht zu allem was. Also wenn man den Pfaller anruft und sagt, ich mache eine Sendung über Fichte und den deutschen Idealismus, würde der Pfaller wahrscheinlich sagen, da ist er im Moment nicht so eingearbeitet. Der Konrad Paul Liesmann sagt sofort was. Wie auch der Franz Schuh. Nein, das sind dann doch drei, das meinte ich mit vorher, auch wenn die beiden jetzt auch sehr unterschiedliche Positionen vertreten, ist es ja doch eine Kategorie im Sinne von Alter, Kontext, Geschlecht, also ja, es gibt aber wohl drei, mehr als drei. Aber ich will jetzt nur kurz widersprechen, aber natürlich kommt nicht nur der Liesmann zu Wort, wenn es um Philosophie geht, natürlich kommt auch nicht nur der Schröder zu Wort, aber wenn ich noch eine Anekdote erzählen darf, ihr merkt, ich liebe Anekdoten. Wenn es um die Albertina geht, habe ich festgestellt, spricht wirklich nur der Schröder. Ich war vor drei Wochen dort, der Deutschlandfunk hat bei mir einen Beitrag bestellt, sie wollen was historisch, die Reihe heißt Kalenderblatt, zum 200. Todestag von Albert von Sachsen-Teschen, dem Gründer der Albertina. Ja, mache ich, gut, der 200. Todestag von Albert von Sachsen-Teschen. Ich frage also an in der Albertina, Dings, und ja, Interview, der Herr Direktor spricht, nimmt gerne Stellung zu Albert von Sachsen-Teschen. Dann gehen wir dorthin, ich treffe den Kollegen von der Presse, wir gehen in das große Büro von Klaus Albrecht Schröder, der Schröder kommt und noch ein anderer Herr, ich habe leider den Namen vergessen, der sich wirklich auskennt bei Albert von Sachsen-Teschen. Einer von der Albertina, der, ich glaube, er leitet das Archiv oder was, also ein absoluter Mega-Experte. Und ich habe, die zwei Herren kommen rein und ich sage zu den Mega-Experten, na, dann machen wir dann auch noch dann das Interview, da erzählen sie mir auch noch was. Und ich habe körpersprachlich und vom Raumklima her gemerkt, dass das ein ganz schwerer Fauxpas war. Und der hat dann gesagt, er ist nur da, damit er also Supervision und Ding. Und es war völlig klar, dass ich den gar nicht interviewen brauche, weil der wird nicht im Beitrag Stellung nehmen, weil der Herr Direktor nimmt Stellung. Und das war schon ganz interessant eigentlich. Also es spricht der Löwe und die anderen nicken. Das ist ein bisschen so in der Albertina. Aber er bringt auch viel weiter. Was ich mir jetzt auch als Gegeneinwand auf mich selbst, was ich mir schon denke, da ist vielleicht tatsächlich ein Medienwandel passiert,
diese großen Geschichten, wenn du wirklich was groß aufmachen willst, dann schreibst du inzwischen wahrscheinlich eher ein Buch. Also ich bin total bei Ihnen, dass ich mir denke, ich fände es total interessant, wenn man, von mir ist der Lissmann, dass dann wirklich eine längerfristige Debatte geführt wird. Ein bisschen ist es mal im Kommentar der anderen, beim Standard, das gibt es mal, dass dann wirklich ein Thema länger gefahren wird oder so irgendwas. Aber sonst würde ich schon fast sagen, ist dann das Format, in dem zu agieren, eigentlich eher das Buch? Weil dann habe ich das Buch und da habe ich auch das Gefühl, es braucht nur irgendwer ein Buch zu einem Ding herausgeben. Es ist plötzlich Thema und dann wird das, was in dem Buch vielleicht auf 100 Seiten als Kernthese sich relativ kurz zusammenfasst, habe ich das Gefühl, sogar auch in den Medien relativ viel debattiert. Also würde ich auch sagen, wenn ich jetzt wirklich irgendwo den Finger auf die Wunde trage, habe ich einfach drei Möglichkeiten. Entweder ich schreibe das Buch oder, und das würde ich auch nicht ganz unterschätzen, und das beobachte ich sogar beim Klaus Albrecht Schröder, also ich sitze oft mit meiner Kamera in einem Winkel und du lauschen, was sehr angenehm ist, weil es keiner mitkriegt. Und ich kriege schon mit, wie Journalistinnen und Kolleginnen sehr, sehr viele kritische Fragen und Fragen stellen, auch dem Schröder, die in den Geschichten, und das meine ich nicht als Vorwurf, nicht vorkommen, weil die halt einfach Wissen ansammeln. Das heißt, ich glaube schon, dass es letztlich um Journalistinnen gibt, die halt Netzwerke haben und damit sozusagen über einen gewissen Informationsvorsprung verfügen, der sich nicht immer in Geschichten, sondern eher in sozusagen in strategischen Positionierungen im Idealfall. Und in meinem Fall ist es eher so, dass man sich überlegt, okay, was kann man auf der strukturellen Ebene gegenwirken und wie kann man sozusagen dann sagen, okay, und wir haben aber dieses Feature, dass man da Sachen unterbringt, die vielleicht nicht als offizielle Hochkultur-Feature werden, kann man sagen, ist ein minimaler Beitrag, aber ich kann mir schon ganz klar überlegen, was ich mit meiner Herausgeberschaft dann mache. Und die dritte Funktion, und da denke ich jetzt an dich, Christa, aber auch andere künstlerische Manifestation. Ich habe es halt gemerkt, wenn ich jemandem was sagen will und es reicht wirklich, dass diese eine Person das liest, dann schreibe ich was, weil ich dann genau weiß, diese Person wird erfahren, dass sie das, dass da was gesagt wurde und dann kriegt sie das mit. Das ist eine Strategie, die ich wählen kann. Die andere, wenn ich in die Breite gehen will, habe ich spätestens mit der Einführung vom iPad aufgehört, lange Texte zu schreiben, die Leute, also nicht, dass es mich wahnsinnig beschäftigen wird, wenn ich der einen Person was sagen will, aber dadurch mir inzwischen leichter zu sagen, mit sequenzieller Narration, also mit Comicsprache, mit Bildern, die eine minimale Einführung haben, kann ich einen Spin oder einen Blickwinkel eröffnen, ohne dass ich, das ist aber dann eher quasi ein künstlerisches, humoristisches Format, wo ich auf was hinweisen kann und was andeuten kann und sozusagen eine Gegenstimmung mache. Es ist ein sehr unwürdiges journalistisches Mittel, sehe ich eher als künstlerische Praxis, aber ich denke mal zum Beispiel auch so würde ich jetzt zum Beispiel, jeder findet halt seine Methode, wie er sich dann irgendwie manifestiert und wir können im Idealfall dabei helfen, das sichtbar zu machen oder so. Was es nicht rechtfertigen soll, dass ich es auch schön fände, wenn es wieder Feuilleton. Ja, ich glaube, dass das Serielle, was du ansprichst, bedingt nicht in der massenbreiten Wirksamkeit, aber auch in Podcasts passiert teilweise, ja, wo Podcast du einen, ist wahrscheinlich so eine Host Ding, hast, wo es einfach tatsächlich die Kontinuität oder die Schärfe oder Nachschärfung gibt. Was ich ganz kurz sagen will, bevor ich zurück ins Publikum gebe, ich habe schon das Gefühl, um jetzt tatsächlich auch in die nochmal Ö1 Redaktion, also als Hörerin merke ich schon, in welchen Redaktionen es eine Durchlässigkeit an jungen RedakteurInnen gibt oder nicht. Und das schlägt sich auf die Inhalte nieder. Also ich merke einfach, wo seit einem Jahr plötzlich andere Sachen gebracht werden. Und man hört es, finde ich. Und das ist spannend und das passiert teilweise und das passiert teilweise eben nicht. Und genau. Das merkt man schon. Wenn ich da noch kurz replizieren darf, ja, da sehe ich auch einen starken Nachholbedarf. Ich würde nicht sagen, dass die Redaktion bei Ö1 so überaltert ist wie bei FM4, kleiner Scherz. Aber es ist schon durch diese Sparprogramme seit 10, 15 Jahren fehlt es ein bisschen an jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Seit ein, zwei Jahren ändert sich es, aber noch nicht länger. Seit ein, zwei Jahren, jetzt wieder gehen viele in Pension. Das ist sicher eine Baustelle, eine organische Verjüngung des Senders. Ich habe aber das Gefühl, es seit ein, zwei Jahren hört man es auch, dass sich was tut im Radiokolleg da und dort mit anderen Formaten, auch die junge Kolleginnen und Kollegen machen auch Punkt 1. Also aber das ist sicher eine Baustelle, würde ich absolut zustimmen. Aber eben auch spannend, wie man es in der Rezeption merkt, wo das passiert und wo das nicht passiert. So zurück. Also erstens wollte ich noch sagen, wegen noch auf Klaus Albrecht Schröder von Albertina zurückzukommen, dass ich glaube, da ist auch der Fall, dass wenn jemand halt auch immer sich als erstes meldet, also im Beispiel von Brigitte Kovans, dann wird das halt auch schnell, die Person ist dann die, die zu Wort kommt, weil die halt am lautesten schreit und man in der tagesaktuellen Berichterstattung dann schon auch ich habe jetzt den Beitrag nicht gehört, ich weiß ja, wie das läuft, es stirbt, Entschuldigung.
es stirbt jemand, man überlegt sich in der Redaktion Reaktionen, wen ruft man an, dann ruft man drei an und da fällt dann immer als erstes wahrscheinlich der Klaus Albrecht Schröder ein, ich weiß nicht, wer dann noch die Kobanz stellt. Genau, und eigentlich wollte ich ihm sagen, also das knüpft jetzt da eher an das, ob es eben nicht auch dazu führen könnte, dass nicht immer die gleichen Personen gefragt werden und eben gewisse Themen halt immer und immer wieder genau gleich behandelt werden und die gleichen Perspektiven eingenommen werden, ist, ob das nicht eben dann durch eine diversere besetzte Redaktion im Kulturbereich auch passieren könnte. Also einerseits jünger, aber auch eben Migrationshintergrund oder weibliche Kolleginnen mehr auch zu, ja, dort einzustellen oder auch freie Journalistinnen und Journalisten zu haben. Und das auch wieder dazu führt, dass vielleicht auch neue Formate da auch wieder dazu führen, dass auch dann wiederum auch ein diverseres Publikum angesprochen wird, weil dann eben vielleicht auch jüngere Leute zum Beispiel das hören, weil sie merken, das machen auch jüngere Leute und so ja auch die Themen besetzen. Das würde ich für den ganzen ORF so sehen, auch ganz stark fürs Fernsehen. Also es kehrt viel mehr Diversität in die Belegschaft. Ja. Ich möchte nur ganz kurz zurückspulen, weil du das angesprochen hast, den investigativen Journalismus, und dann gesagt wurde, wer hindert uns daran? Also das kann ich jetzt nicht glauben, dass da, gut, bei dir ist vielleicht was anderes, aber dass hier die Frage tatsächlich gestellt wird, weil ich kenne Journalistinnen, die tatsächlich gehindert werden, von der obersten Stelle über gewisse Sachen, und das sind kulturpolitische und Korruptionsdinge, die rennen in der Kultur genauso wie in jedem anderen Bereich, die nicht darüber schreiben dürfen. Also es wird sehr wohl daran gehindert, heiße Eisen über die Medien zu spielen. Dann muss man kämpfen, das ist ganz einfach. Dann muss man, natürlich, ja, natürlich, aber dann... aber man kann auch den Job verlieren. Kann man auch, ne? Das ist das Risiko. Es ist wichtig, wer hindert einen, genau, man wird manchmal vielleicht, es wird versucht, dass man gehindert wird. Ich bin dafür, dass man dann trotz, dass man dann kämpft, und wenn man es... Ist mir noch nie passiert. Ich muss auch nein, sagen, wenn du es belegen kannst, ist es noch nie passiert. Mir ist es noch nie passiert. Das ist auch ein Scoop, marketingtechnisch. Es ist, an sich, bei den Bundesländerzeitungen bin ich mir nicht sicher, also ich bin mir bei einigen Zeitungen oder Medien nicht sicher, ob die alles bringen, aber im Prinzip, ein gescheites Medium reißt sich ja darum, dass man was enthüllt. An sich ist ja das gewünscht. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also bin ich ganz deiner Meinung. Mir ist das selber auch noch nie passiert. Also ich wurde nie gehindert. Ich glaube auch dieses, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind gerade im Zeitalter von sozialen Medien etc., oder? Wenn man dann seinen Job verliert, dann kann man das halt twittern, ist halt wahrscheinlich der ärgere Schaden. Aber, also, ich weiß nicht. Na, man muss kämpfen, ganz einfach. Ja. Also was, sich Verbündete suchen, kämpfen, und wenn es das eigene Medium nicht bringt, dann wird, ist mir noch nie passiert, aber dann würde ich es am anderen stecken. Ja, ich glaube, dass vielleicht einer der limitierenden Faktoren für diese größeren oder investigativen Zugänge doch etwas ist, was ja uns quasi so als Feld wahrscheinlich gemeinsam betrifft, weil sowohl die Medien wie die Kultur sind ja sozusagen geschwächte, also vor allem die sogenannte Qualität sind ja geschwächte Sektoren, und da nimmt man Zuflucht zum Fantum, und da nimmt man auch Zuflucht zum Einanderstützen. Das heißt, jeder lobt den anderen, sagt, ja, Ö1 ist ein toller Kultursender, und Ö1 lobt quasi pflichtgemäß die Kultur, weil dann ist die Kultur so toll und Ö1 ist toll, und jeder, der überhaupt was mit Kultur macht, ist ja toll und wichtig. Und jetzt stützt man sich so schön durch die Krisen der Zeit. Und das, glaube ich, ist mittlerweile schon fast eher ein Problem, dass damit wären ja beide Sektoren unglaubwürdig, wenn die andere Öffentlichkeit sie nur als so gegenseitig applaudierende Felder wahrnimmt. Also da kommt dann niemand und sagt, ja, die konventionelle Landwirtschaft ist scheiße. Sondern
man beobachtet sozusagen Landwirtschaftsjournalismus, der immer nur sagt, wow, super, wow, neuer Käse, wow, super, wieder neuer Käse. Also ich glaube, wir müssen schon im Rollenverständnis uns irgendwo auch wieder souveräner geben und sagen, zu der Souveränität gehört eben Fantum, aber auch Verachtung, Kritik, Respekt, das ganze Spektrum an sozusagen Beziehungsformen gehört da rein, muss auch sich in den Geschichten widerspiegeln, muss sich im Ton widerspiegeln. Also wo Wolfgang hat mir jetzt meine Salzburg-Philippika quasi abgestochen, aber das muss eben auch im Ton rein, weil das ist ja das Unaushaltbare, ist ja dieses Fantum. Also ich war ja früher versucht, wie Sie gesagt haben, ja, gute Geschichte, sehr gute Geschichte. Sie sagen, ja, komischerweise ist aber seit 100 Jahren die gute Geschichte immer die, dass auf einer Bühne in Salzburg immer genau dasselbe Stück immer wieder gespielt wird. Also da gäbe es meiner auch, bessere Geschichten. Ihr tut es ja gerade so, als ob es keine Verrisse geben würde von den Salzburg-Festspielen. Das stimmt ja gar nicht. Ja, aber der Punkt ist unabhängig davon, auch das ist Wolfgang, also ich möchte es anders fassen, nämlich auch das ist Fantum innerhalb einer Community. Und am Anfang war es interessant, dass sich alle auf Communities und Blasen und Felder bezogen haben und Keindelsdorfer war noch der Einzige, der von der Gesellschaft, der gesagt hat, ja, aber mich hört ja die Gesellschaft. Nur, glaube ich, hat er da auch einen Zirkelschluss, dass er denkt, die Gesellschaft sind halt die, die mich hören. Wahrscheinlich sind sie auch in einer Blase und darauf möchte ich hinaus, dass wir schauen müssen, ob uns diese Blasen tatsächlich nur das Fantum quasi übrig lassen als Rolle. Ja, also die eine Ebene sind die Medien und was heute auch natürlich im starken Ausmaß zu sehen ist, also dass auch ganze Artikel zum Beispiel im Standardforum auch diskutiert werden, aber auch auf Social Media. Und diese Social Media, muss ich schon sagen, dieses interaktive Moment, mir gefällt das sehr gut. Also ich muss sagen, ich habe da wirklich mich da angefreundet damit und ich denke mir oft, da kann ich einen Tag nachdenken, einen halben Tag oder eine Stunde nachdenken, bevor ich da etwas poste. Aber ich finde dieses interaktive Moment sehr gut, weil es ein Korrektiv sein kann oder auch ist, zu der offiziellen Medienberichterstattung. Zum Beispiel, zwei Beispiele fallen mir ein. Jetzt, wie ich gelesen habe, ja, der Eiweiwei kommt nach Wien, ist ein Lobhudelei ohnegleichen. Aber ich erinnere mich an eine Debatte in Berlin, wo der Eiweiwei wirklich sich nicht entblödet hat, alle vor den Kopf zu stoßen, die ihn eigentlich groß gemacht haben. Und das ist halt nur der Westen. Und sein größtes Verdienst ist, dass er da in China als Dissident war und so weiter. Und ich meine, über die Kunst, ganze Konzeptgeschichten kann man streiten. Und wenn er seine Artwork im Baumarkt verkauft, soll er das machen, das ist mir auch egal. Ja. Aber ich meine, da war eine interessante Debatte. Und natürlich in den österreichischen Zeitungen nichts davon zu lesen, ja, liegen alle am Bauch, dass der daherkommt. So, Punkt. Zweitens, der Beuys. Und da bin ich auch schon bei einem Thema, was natürlich sicher noch virulenter werden wird, nämlich bestimmte Größen vom Stockerl zu werfen, ganz schlicht und einfach. Nämlich der Beuys, da ist vor allem, hatte ich auch eine interessante Debatte, habe mich beteiligt und auch recherchiert, da gibt es eine große Biografie, der akribisch aufgelistet hat, wo der Beuys eigentlich geschwindelt hat, hinten und vorne. Der war nie auf der Krim, der ist auch nicht von den Tataren gerettet worden, die ihn mit Fett beschmiert haben. Das ist alles ein Schwindel, das ist ein künstlerischer Schwindel, ein künstlerischer Schmäh, so hat er sich verkauft, okay. Na, aber der hat noch unheimliche Fans, die das
gar nicht wahrnehmen wollen. Na gut, ja, das muss ich auch zur Kenntnis nehmen. Aber das sind nur zwei kleine Beispiele. Und es ist ja so, ich meine, es gibt immer noch eine ungeheure gläserne Decke, gegen die wir gerade wir Künstlerinnen da unheimlich ankämpfen müssen, gegen diese gläserne Decke, die unsichtbar. Und das machen natürlich auch die Medien, vor allem die offiziösen Medien. Drum begrüße ich, ich muss sagen, ich bin wegen dem Esel David, ich habe die Information vom Esel bekommen, bin sehr froh, da informiert zu werden, was Sache ist, was los ist, was interessant ist. Und ja, ich meine, das heute, ja, ich schaue mal, ich bin auch eine U-Bahn-Fahrerin und Leserin, schaue immer, habe ich immer einen Blick rein, ich schaue in sämtliche Medien rein, in die Bandbreite, ich finde es immer interessant, ja, auch wenn es sich mal, was, das liest du, das ist mir egal, ja. Also, das sind zwei kleine Bröseln und da würde ich mir wünschen, also seitens der Medien, wie gesagt, ein bisschen mehr Recherche, wie die Kunstzeitung, die da, das war ein wunderbarer Artikel, kann ich mich erinnern, über diesen Fälscher, die ganze Geschichte. Und also wirklich war unglaublich, über die Jahre hindurch ist das gegangen. Und das sind natürlich, oder, ja, das in der Kunst, ja, ein Wort noch, das in der Kunst, was war sie, 30-40% oder was sind Fälschungen, was in den Museen hängt. Kein Mensch in Österreich hat das davon ein Wort geschrieben, aber in der Kunstzeitung. Ja, also das sind eine Menge Sachen und das ist natürlich dann heute alles nachweisbar, aber das ist gar nicht gewünscht, weil damit irgendwelche Heiligen nicht vom Sockel gestoßen werden. Dankeschön. Danke für dieses ausführliche Statement und tatsächlich auch das Aufgreifen vom interaktiven Element und vom Korrektiv. Und ich glaube, dass das auch ganz stark an das Fantum, von dem Martin gesprochen hat, einfach auch anknüpft. Also wer traut sich, wen vom Hocker zu schmeißen? Und Ai Weiwei gibt es harte politische Kritik, die halt irgendwie nur am Rand vorkommt. Boys, ja, ist schon groß. Der ja, Preis ist schon groß fertig gemacht worden. Nein, also ich bitte. Ich möchte das versuchen, weil ich sowohl mit dem Sockelstoßen sympathisieren kann und vor allem mit dem Gedanken, der da gekommen ist, mit diesem quasi, dass wir sozusagen eine kleine Gruppe sind, die dabei helfen, ein gewisses Expertenwissen sichtbar zu machen. Und damit kann man es ja eh schon. Also ich denke mir immer so, wenn meine Tante Judith zweimal im Jahr in eine Ausstellung geht, ist es fast egal, was sie sieht, weil es wird für sie immer faszinierend sein, weil es halt einfach aus einem anderen sozialen Milieu entstammte Resultate sind, die sie anschauen und über die sie dann auch über sich selbst mitunter was mitkriegt. Aber es ist dann der Unterschied zum Tiergarten Schönbrunn nicht mehr allzu groß, weil da sehe ich auch den Tiger und der ernährt sich irgendwie anders. Und das ist für mich auch total spannend, weil ich mich anders ernähre als der Tiger. Von der Kunst erwarte ich mir schon, dass sie in irgendeiner Form, also fast keine Privatmeinung, wirklich Gesellschaft verdichtet, reflektiert und dazu über ihre eigene, ich bin halt in einem anderen Biotop aufgewachsen, hinausgeht. Und da kann ich mir dann schon vorstellen, dass auch diese, und wir haben dazu also strategisch ein paar Überlegungen, wie wir das dann schon inkludieren können, aber natürlich sind wir auch weiter sozusagen Namen- und ereignisorientiert driven und haben ja zumindest einen Kanal, der sehr stark in die Richtung geht. Tatsächlich könnte man aber auch die Frage stellen, ob quasi qualitätsvoller Diskurs, also eben dieses Sichtbarmachen von Expertenmeinung, was ja auch eine Tugend ist, die hier öfter genannt wurde, sozusagen, nicht im Zusammenhang mit, wo dann wirklich bereits ein Kommunikationsprozess passiert, weil so übernehmen wir halt quasi eigentlich Konventionen der Hochkultur und gerade in der bildenden Kunst ist es fatal, weil das ist ein Businessmodell des 19. Jahrhunderts und das meistgesagte Wort ist My Work, weil sie es halt vom Markt her missen, aber in Wirklichkeit sind es längst kollaborative Prozesse, die Dingen Relevanz geben und in der Welt, das merkt man dann ein bisschen bei Kunst im öffentlichen Raum, wo dann die Geschichte immer ist, sozusagen, wie reagieren die Leute drauf, wenn sie jetzt plötzlich was als stadtplanerischen Akt bekommen haben, der aber nicht aus der Stadtplanung kommt, sondern oder wie misst man das oder keine Ahnung. Ich denke mal, da könnte man wahrscheinlich noch stärker drauf schauen, dass man, also ich zumindest finde es extrem spannend zu schauen, wie kommt denn wirklich was an, nämlich relevantes Wissen, also welcher Akt passiert da zu welchen Communities hin? Und das meine ich schon im Hinblick auf Gesamtgesellschaft gedacht, weil die ist eben eine durchmischte und nicht nur das Expertenwissen, ließ man, um es polemisch zu formulieren. Und letztes PS, weil ich dann, glaube ich, nichts mehr sage, was mir aufgefallen ist, weil es heute um Ressourcen geht und wo ich festgestellt habe, dass wenig Ressourcen wahnsinnig viel, zumindest aus meiner Sicht, bewirkt haben, war dieser Kunstkritikerpreis. Ich glaube, das sind 13.000 Euro,
die haben drei Frauen in den letzten 3 Jahren bekommen, eine davon völliger Fehlentscheid, das war wurscht, weil es keine Kritikerin war, aber ich habe bei beiden das Gefühl gehabt, dass für so wenig Geld, 13.000, also ich hoffe, es klingt jetzt nicht anders, bei Nicole Scheirer habe ich das Gefühl, dass sie sich viel weiter rauslehnt, seit sie nicht nur den Preis bekommt, sondern eben weil sie den Preis bekommt, weil sie sagen, ich bin aber die Preisträgerin und meine Rolle ist es, Kunstkritik zu machen. Und das sind wirklich 13.000 Euro, das ist gar nichts. Aber ich habe das Gefühl, sogar auf der ORF-Startseite, wenn die Nicole jetzt einen Artikel schreibt, ich kenne sie ja halt auch persönlich und weiß, dass sie immer wieder hin ist, dann ist das fast nicht, dass ich meine, wow, dass der ORF auf der Startseite so geflavert und so einen Aspekt rausgreift. Und dann habe ich das Gefühl, ja, die Nicole darf das, nur nein, weil die hat ja auch den Preis gekriegt und zu Recht, weil sie ist ja auch gut. Also Ressourcen auch für Anerkennung. Ja, dass sie Anerkennung, die aber auch quasi so etwas wie eine repräsentative Gegenmacht plötzlich erteilt und sagt, du bist aber gut und du kannst dich ruhig weiter raus und du brauchst dich, also nicht, dass ich dann die Nicole unterstelle, dass ich sonst gefürchtet habe, aber ich habe das Gefühl, das hat sie ein bisschen unleashed. Also ich würde da gerne nochmal einhaken, weil das vielleicht in der Diskussion zu wenig herausgekommen ist. Für mich heißt Journalismus machen und auch Kulturjournalismus machen, das ist die Grundlage von allem, heißt natürlich kritisch einen Journalismus zu machen, von der ganzen Haltung her. Und das Gegenteil von Fantum, das ist mein individuelles Bekenntnis jetzt, das Gegenteil von Fantum zu praktizieren und aber meine Rolle sehr wohl als eine gesellschaftliche Rolle zu sehen, ob das jetzt 10% der Bevölkerung sind, tendenziell, die ich erreiche, oder 78 oder 3, ist mir dann einmal wurscht, weil es geht um die Haltung. Und kritisch zu sein ist Grundvoraussetzung für mich, um Journalismus zu machen. Und was die Nicole betrifft, vielleicht hat sie den Preis auch bekommen, und das würde ich sagen, natürlich ist man goschert und ist man kritisch, und dann kriegt man nämlich auch die Preise. Weil wenn du dein ganzes Leben lang Phantom-Journalismus machst, kriegst du eh keine Preise. Und was da zuerst war, die Kritik, die den Preis hervorgerufen hat, oder dass sich die Kollegin jetzt noch kritischer sein traut, weißt du, ist eigentlich wurscht. Was ich sagen will, ist, natürlich, man muss goschert sein, man muss kritisch sein, und das ist die Haltung, ohne die ein gescheiter Journalismus ja sowieso dann ins Putineske gehen würde. Das ist ein wunderbares vorletztes Statement. Ich würde gern der Amra das letzte Wort geben und das Podium dann schließen und die Diskussion ins Foyer verlagern. Wir sind doch schon sehr lang da. Und wir hoffen ja, einen dritten Teil zu machen, um jetzt den Teaser schon vorwegzunehmen. Okay. Also ich kann mich da eigentlich dem Günther nur anschließen. Und ich glaube, was da aber der Herr aus dem Publikum auch gesagt hat, da kann ich mich auch anschließen. Ich denke, es braucht auch wieder viel mehr Diskussionen über Kulturthemen und vielleicht auch bestimmte Themen einfach viel mehr hinterfragen und vielleicht auch nicht nur in der geschriebenen Form, sondern eventuell auch, dass man das irgendwie andenkt, oder habe ich mir eben auch angedacht, dass man jetzt mit unserem neuen Studio, was wir auch haben, genau sowas auch machen und wirklich Expertinnen, Experten, Betroffene auch einladen und auch divers das gestalten eben und nicht zum 10. Mal die gleichen Museumsdirektoren, natürlich, die haben auch einen Platz, das ist auch, da gehören zum Kunstkanon, das will man denen auch natürlich nicht absprechen, die sind Expertinnen und Koryphäen auf ihrem Gebiet, aber eben diese anderen Einblicke zu liefern. Und ich glaube, da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man in die Redaktionen eben, sei es Kulturressort, aber auch andere Menschen, verschiedenes Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, was auch immer eben reinholt. Und da haben wir, glaube ich, in Österreich einfach immer noch ein bisschen zu wenig. Das ist das, was ich auch vorher erwähnt habe. Ich glaube, Österreich bricht erst ein bisschen jetzt auf die letzten 2-3 Jahre, was aus dieser konservativen Hülle, und dass man vielleicht jetzt nicht irgendwie 15 Mann mal den Herrn Liesmann zu einem Thema fragt, kann man natürlich auch, aber vielleicht holt man auch ein bisschen andere Meinungen ein. Und genau, also das ist das, was ich auf jeden Fall auch künftig verfolgen möchte, auch im Kulturbereich, damit wir das auch abgreifen. Super Schlussstatement. Vielen, vielen Dank, Amra. Danke euch fürs so lange Dasein und eure Inputs. Wir sprechen uns gleich im Foyer. Es wird
sehr wahrscheinlich einen dritten Teil von Kulturteil geben und das Datum und den Kontext erfahrt ihr über den Newsletter vom Depot. Tragt euch ein, weil wenn ihr schon dabei seid, ja, danke euch dreien für Zeit und Wissen und Austausch und schönen Abend. Tschüss Internet.